wenn bei dir alles gut und schon da ist? Sehr gut. So, erst einmal herzlich willkommen zum heutigen Bürgerdialog der AfD-Bundestagsfraktion. Hier heute im Fürstenried. Entschuldigen Sie erstmal, mir ist wahrscheinlich genauso warm wie Ihnen auch. Aber versuchen das gut mit ein paar kühlen Getränken durchzukriegen. Schön, dass Sie heute erstmal den Weg hier hingefunden haben. Ist ja bei so einem Wetter auch nicht selbstverständlich. Aber es wartet natürlich auch was auf Sie. Und zwar knackige Informationen aus dem Bundestag, die Sie so wahrscheinlich nicht bekommen würden. Wir beginnen erst einmal damit, dass ich Ihnen einfach kurz einmal so ein paar Eckpunkte der Fraktion erkläre. Was ist die Fraktion? Was macht die? Wie ist die Arbeit der Fraktion? Was leistet sie im Bundestag? So, also die AfD-Bundestagsfraktion ist seit 2017 im Bundestag vertreten, derzeit mit nur noch 77 Sitzen im Plenum. Und ich sage immer, die AfD ist auch die eigentlich. Sie haben das Mikrofon, versteht es gerade, ja? Zu leise oder? Zu leise. Sir, einmal. Nicht artikuliert. Soll ich mal? Bitte, gerne. Uli, du bist der Präsident. Ohne Mikro. So, Test 2. So, jetzt nochmal, ist jetzt ist besser, ne? Geht's jetzt ein bisschen Rückkopplung. Ja, der Techniker ist natürlich jetzt nicht mehr im Raum, das heißt bisschen zurückdrehen reicht schon. Ja. Reicht bis so. So ist besser? Ja, perfekt. Ja. Sehr gut. Ja, der Vermieter hat uns mit dem Techniker heute so ein bisschen alleine gelassen plötzlich. Der war plötzlich weg und war nicht mehr gesehen. Ja, machen wir weiter. Also wir haben derzeit 77 Sitze im Plenum und wie ich eben schon sagte, ich sage immer, die AfD ist die einzig wahre Opposition im Bundestag. Das merkt man nämlich auch. Sie kennen ja vielleicht diese Live-Übertragung aus dem Bundestag immer bei Phoenix oder im TV. Und wenn Sie damals, vor 2017, sich diese Debatten angehört haben und die Augen geschlossen haben, es war egal, wer redet, zu den Kernthemen unserer Gesellschaft waren die Meinungen immer gleich. Das änderte sich erst, als die AfD im Bundestag vertreten war. Aber die Arbeit der Bundestagsfraktion findet natürlich nicht nur im Plenum statt. Die eigentliche Arbeit findet hinter den Kulissen, in den Büros, in den Abgeordnetenbüros, bei den Mitarbeitern statt. Und da hat die AfD bis jetzt 53 eigene Gesetzesentwürfe eingebracht. Wir haben 17 große Anfragen bisher gestellt und 1600 kleine Anfragen. Das sind auch die meisten kleinen Anfragen im ganzen Bundestag. Insgesamt sind es auch 529 eigenständige Anträge. Ich mache an der Stelle mal den Witz, was glauben Sie denn, wie viele von diesen Anträgen angenommen wurden? Null. Null? Ja, richtig. Und es wird ja auch unumwunden gesagt, wir lehnen grundsätzlich jeden Antrag der AfD ab, ob er gut ist oder nicht. Und dass die oft gut sind, erkennen wir dann daran, dass die anderen Fraktionen den nach kurzer Zeit genauso wieder einbringen. Das heißt, die Arbeit der AfD-Fraktion ist nicht umsonst, weil sie setzen die Themen und setzen die einzelnen Eckpunkte, womit sich die anderen Fraktionen beschäftigen müssen. Und so zwingen wir sie, auch unsere Themen, unsere Anträge zu übernehmen. Und da gehen sie dann irgendwann durch. Das heißt, wir haben trotzdem unser Ziel erreicht. Bevor ich jetzt weiter noch zu den Zahlen und Fakten, was nicht ganz so interessant ist, würden wir dann gleich mit unserem ersten Referent starten. Wir begrüßen erstmal alle unsere Referenten einmal. Wir haben Dr. Rainer Kraft, das hätte ich vorhin schon machen sollen. Schön, dass auch du da bist. Und auch Gerold Otten hat sich durch den Verkehr gefühlt. Lieber Gerold, schön, dass du da bist. Ja, wie ich schon erwähnt, starten wir mit Dr. Rainer Kraft. Energiearmes Deutschland. Wie machen wir weiter? Wie kommen wir aus der Krise raus? Deine Bühne. Wunderbar. Danke dir. Gleich mal vorne weg, ob das mit der Lautstärke passt. Ist das so recht? Ja.
ausgezeichnet. Also vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, dass Sie Interesse haben, heute herzukommen. Ich muss auch sagen, wir sind mutig, traut sich nicht jeder her. Wir haben ja den Höllensommer des Jahrtausends und sind trotzdem durchs Freie gelaufen, durch die Sonne, um hier den Weg herzufinden. Also denken Sie daran, immer viel trinken, das hilft gegen den Höllensommer des Jahrtausends. Ich bin ja froh, dass er endlich angefangen hat, nachdem es mit Verlauf gesagt arschkalt war in der Vergangenheit. Ja, mein Name ist Rainer Kraft. Ich darf seit 2017 die AfD im Deutschen Bundestag begrüßen. Ich komme aus München eigentlich, aber ich wohne jetzt bei Augsburg und dort im Landkreis Augsburg-Land wohne ich dort. Ich bin von Natur aus Chemiker, habe auch chemische Anlagen geplant und bauen lassen, also nicht selber gebaut, aber halt von Unternehmen bauen lassen, als Angestellter einer kleinen Firma. Und ich bin jetzt in zwei Ausschüssen im Deutschen Bundestag, im Ausschuss für Klimaschutz und Energie und im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Nuklear und Sicherheit und Verbraucherschutz. Ich bin nuklearpolitischer Sprecher und demzufolge mit allen Dingen, die die Kernkraft betrifft, betraut. Nach dieser Einladung muss ich sagen, wir haben große Probleme in der Wirtschaft in unserem Land. Es gibt eigentlich keinen Tag, keine Woche, in dem man nicht in den Zeitungen, in den Medien von einer neuen Wirtschaft in Schieflage eines großen Unternehmens lesen kann. Arbeitsplätze abbauen, Investitionen im Ausland, also Stellenabbau, nur eine kurze Auswahl. Ich habe es mir zusammengeschrieben: Bayer, ThyssenKrupp, Bosch, Continental, ZF Friedrichshafen, BASF, Miele, Steelkettensägen und so weiter und so weiter. Und all diese Firmen geben eigentlich immer zwei Gründe an, warum sie mit ihrem Investment Deutschland den Rücken kehren, warum sie sagen, dass man mit den Wirtschaften in Deutschland aufhört und das entweder zurückfährt oder woanders hin verlagert. Das erste ist die Bürokratie, die überbordende Bürokratie, die hat seinen Ursprung meistens in Brüssel. Das sind Vorgaben, die von der EU kommen und die auch vielfach benutzt werden, um Industrieunternehmen das Wirtschaften zu erschweren und sie an den Kandare nehmen und sie mit unnützen Kosten belasten zur Erhebung von Daten, die einfach nur nachher in Brüssel irgendwo in eine Schublade liegen. Na gut, da hatten Sie vor knapp zwei Wochen die Möglichkeit, diesen EU-Wahlen, diesen Demokratie-Wahlen Ihre Meinung zu geben. Die AfD hat ein hervorragendes Ergebnis eingefahren. Vielleicht hat der ein oder andere daran teilgehabt. In diesem Fall vielen Dank. Aber daran wäre noch viel zu ändern in Brüssel, an diesem bürokratischen Idiotien. Der nächste Punkt, der angeführt wird von Unternehmen, das sind immer die Energiekosten. Die Energie in Deutschland, Strom im Speziellen, ist einfach zu teuer. Die Unternehmen beginnen das Land zu verlassen, beginnen ihre Investments und damit die Arbeitsplätze und damit natürlich den Wohlstand im Ausland zu suchen. Und vor knapp einem Jahr, ich weiß nicht, wer es erinnert, aber es war im Bayerischen Rundfunk eine Reportage im April 2023. Und es wurden zwei Unternehmer begleitet, die den Schritt ins Ausland gegangen sind. Ein Unternehmen aus Baden-Württemberg ist in die Schweiz gegangen, in das Hochlohnland Schweiz. Und er hat gesagt, obwohl er da seinen Mitarbeitern sehr viel mehr Geld zahlen muss, rentiert es sich, die Energie ist sehr viel preiswerter und er hat sehr viel geringere bürokratische Auflagen und deswegen geht er weg. Das zweite war ein Unternehmer aus Sachsen-Anhalt, der ist nach Schweden gegangen, Hauptgrund für sein energieintensives Unternehmen natürlich Energiekosten, die in Schweden einfach sehr viel niedriger sind als in Deutschland. Und im Rahmen dieser Reportage wurde gesagt, dass ein Viertel aller Unternehmen in Deutschland, also der kleinen und mittelständischen Unternehmen, darüber nachdenkt, die Produktion einzustellen und entweder zu enden oder ins Ausland zu verlagern. Ganz besonders natürlich familiengeführte kleine und mittlere Unternehmen. Und das ist eine Katastrophe für den Standort. Denn 99% aller Unternehmen in Deutschland, mit der Hälfte aller Angestellten, sind kleine und mittelständische Unternehmen. Und diese können die Lasten, die mit Bürokratie und mit der Energie aufgewühlt werden, nicht mehr stellen. Ich will jetzt von der Bürokratie wegkommen, dass habe ich im Bundestag nicht im Auge und wie gesagt, vieles davon wird auf der EU-Ebene entschieden. Deswegen kommen wir jetzt zur Energie, speziell natürlich auch zum Strom. Die gesamte Grundlage für einen Industriestandort, der eine Industrienation sein will, die einen Wohlstand haben will für seine Bürger, das ist der Zugang zu preiswerter und zuverlässiger Energie in dem Maße, wie es benötigt wird. Daran führt kein Fakt vorbei. Es gibt kein reiches Land auf der Welt, das einen niedrigen Energieverbrauch hat. Jedes Land mit einem niedrigen Energieverbrauch ist ein Schwellen- und Entwicklungsland. Man muss sich von dieser Mangelattitüde, die uns von anderen Parteien im Deutschen Bundestag vermittelt wird, dass Sparen schön ist, dass der Verzicht etwas Gutes ist, muss man dem Energiesektor eine klare Absage erteilen. Nur wenn wir Energie in sehr großen Mengen zu sehr preiswerten Konditionen zur Verfügung stellen können,
werden wir attraktiv sein für die Ansiedlung von Unternehmen, die zu uns kommen. Und damit werden wir nur dann attraktiv sein für echte, qualifizierte Fachkräfte. Also für Leute, die was am Kasten haben, die das Land, in dem sie kommen, weiterbringen. Und die nicht nur einfach von dem Wohlhaben eines sozialen Systems profitieren wollen. Wie kommen wir jetzt dahin? Wie kommen wir denn? Zum Ersten, die Energiewende, wie sie geplant ist, ist gescheitert. Und ich sage das, es liegt an, das wäre ein abendfüllendes Thema, ich habe aber nicht so viel Zeit, weil die Kollegen auch noch was sagen wollen. Es liegt an dem ganz einfachen Grund, dass Sonne und Wind nicht ständig zur Verfügung stehen. Sondern die Sonne geht unter und der Wind weht halt manchmal nicht. Und dieser banale Umstand, den meine Kinder im Kindergarten schon gewusst haben, führt dazu, dass diese Energiewende nicht funktionieren kann. Sie kann nicht die Mengen liefern, die wir dann brauchen, wenn wir sie brauchen. Und sie liefert Energie zu Zeitpunkten, wo wir sie gar nicht brauchen. Was in der Folge Entsorgungskosten nach sich zieht. Diese Entsorgungskosten, das spricht sich mittlerweile auch um, das tritt an den entsprechenden Energiekosten in Form von negativen Strompreisen auf. Das heißt, Ihr Energieunternehmen, zum Beispiel hier vielleicht die Stadtwerke oder vielleicht die Übergeordnete, muss ja den Strom kaufen von den Wind- und Solaranbietern und dann hat er so viel, der kriegt ihn nicht los. Er kriegt ihn nicht los. Also was macht er? Er bietet Geld an, dass man ihm das abnimmt, diesen Strom, den keiner will. Und zu irgendeinem Zeitpunkt, wenn es attraktiv ist, kommt ein Unternehmen oder ein ausländischer Abnehmer und sagt, okay, passt schon, wenn du mir so viel Geld gibst, fahre ich meine Produktion zurück mit den entsprechenden Kosten und nehme dir deinen Strom ab. Da das Unternehmen aber wettbewerbsfähig bleiben will, muss es diese Kosten, die es hat, zum Entsorgen von nicht gebrauchtem Strom, muss es Ihnen, den Stromverbrauchern, in Rechnung stellen. Das heißt, das, was Sie bezahlen natürlich mit Ihrer Stromrechnung und was jeder Unternehmer in Deutschland zahlt, ist eine Mischkalkulation aus den Zeiten, wo der Strom von Sonne und Wind gebraucht wird, wo er wirklich relativ preiswert ist, das kann man nicht leugnen, aber wo natürlich die Negativkosten, nämlich die negativen Strompreise für die Entsorgung des nicht gebrauchten Stroms mit einkalkuliert werden. Das heißt, was Sie bezahlen, ist eine Mischkalkulation für die guten Aspekte dieses Stroms und die schlechten Aspekte. Und das hat man natürlich früher bei den konventionellen Kraftwerken nie gehabt. Ein Kohlekraftwerk, ein Kernkraftwerk, ein Gaskraftwerk. Es wurde einfach so geregelt, dass es niemals Überschussstrom gegeben hat, den man entsorgen musste für Geld. Das ist ein komplett neues Phänomen. Es ist ein Ergebnis der Energiewende und es ist ein volkswirtschaftlicher Unsinn, das Volksmögen und Ihr Geld und das Geld der Unternehmer auf diese Art und Weise zerstören zu wollen. Die Folge davon, Deutschland hat derzeit für energieintensive Unternehmen Energiekosten um die 16, 17 Cent. Ja, wir erinnern uns, Robert Habeck wollte das mal so bei 10 und weniger als 10 deckeln. In Frankreich zahlt man 7 Cent als energieintensives Unternehmen. Und die Antwort ist einfach, Frankreich ist in der Lage, seinem Unternehmen immer ausreichende Mengen an Strom zur Verfügung stellen, dann, wenn das Unternehmen das braucht. Und es belastet sein Unternehmen nicht mit zusätzlichen Nebenkosten für Netzausbau, Wasserstoffwirtschaft, Gaswerkabkraftwerke, Integration von Speichern und mit den Kosten von negativem Strom, weil es diese Dinge dort nicht gibt. In Frankreich gibt es all diese Begleiterscheinungen der deutschen Energiewende nicht. Und weil es sie nicht gibt, verliert Deutschland hier gerade in Europa und international auch gesehen den Anschluss. Und als Folge davon wandert unsere Wirtschaft aus Deutschland ab und damit wird der Wohlstand dieses Land verlassen. Es tut mir leid, dass ich das jetzt so direkt sagen muss, aber es ist einer der Gründe, warum ich in den Deutschen Bundestag gegangen bin. Um aufzuzeigen, dass diese Idiotie in Zukunft einfach nicht weitergetragen werden kann. Kommen wir zum Plan. Also was unterscheidet unsere Planung für den deutschen Sektor, den Strom- und Energiesektor, von dem, was die Nachbarn machen? Nun, wir wissen, auch in Nachbarländern hat man diese Gedanken zur Energiewende gehabt. Einerseits, Frankreich war auch mal auf dem Weg, sie haben aus der Kohle ausgestiegen, dann gab es sozialistische Politiker, die wollten auch aus der Kernkraft in Frankreich aussteigen. Ist man komplett weg. Man sieht an Deutschland, dass es nicht geht. Deutschland ist das negative Beispiel in Europa. Und Frankreich hat sich jetzt entschieden, 14 Kernkraftwerke bauen zu wollen. Großbritannien hat nicht nur das Hinkley Point, das sehr schlecht läuft, sondern hat auch beschlossen, weiteren Grund zu kaufen und weitere Kernkraftwerke. Polen will einsteigen mit 6 Kernkraftwerken. Schweden hat beschlossen, erstmal eine Laufzeitverlängerung beschlossen für seine Kernkraftwerke von 60 auf 80 Jahre. Was mich übrigens besonders freut, weil wissen Sie, wie diese drei schwedische Kernkraftwerke gehören? Forsmark, Ringshals und Oskarshamn? Die gehören den Bundesrepublik Deutschland.
Weil Robert Habeck hat die Unica gekauft und die Unica gehört über eine Tochtergesellschaft für dieses dreischwedische Kernkraftwerk. Also vielen Dank, Robert Habeck, für den Erhalt der deutschen Kernkraftkultur in Schweden. So, bis bald. Gut, dazu kommt noch auch Dänemark, Belgien und so weiter, Tschechien und so weiter haben alle nukleare Ausbaupläne. In Italien will nuklear wieder einsteigen. Also es gibt außer Deutschland nur Österreich und ich glaube Spanien und so weiter, die der Kernenergie weiterhin eine Absage erteilen. Und es ist kein Wunder, dass sich eine europäische nukleare Initiative gegründet hat. Vor eineinhalb Jahren wurde sie gegründet auf Initiative Frankreichs. Das hat sie eine globale nukleare Initiative gegründet in Dubai während der COP. Vergangenes Jahr 2023, der auch 25 Industrienationen angehört. Also nuklear ist auf dem Vormarsch, wenn man denn eine CO2-neutrale preiswerte und zukünftige Stromversorgung haben möchte. Es führt kein Weg dran vorbei. Es gibt genau vier Art und Weisen, wie ich CO2-freien, dauerhaft zuverlässigen Strom produzieren kann. Über die Preiswerte darüber können wir streiten. Das ist Wasserkraft, ist sehr schön, wenn man hohe Berge hat und wo reichlich Wasser runterkommt. Schweden und Norwegen sind hervorragende Beispiele, auch Österreich und die Schweiz. Funktioniert, aber wir haben die Berge nicht oder wir haben zu wenig davon. Zweitens Biomasse. Ich kann Biomasse in Reaktoren einfach vergären lassen, kommt Methan raus, das kann ich verbrennen. Wunderbar, aber es ist extrem ineffizient und es hat ein sehr moralisch sehr schwieriges Konkurrenzverhältnis zu den Landfrüchten, die aus den landwirtschaftlichen Betrieben kommen würden. Da wird immer erzählt, das wird alles nur mit Abfällen gemacht. Ja, Vorsicht mit solchen Angaben, dass es alles mit Abfällen ist. Es ist sogar so, dass in Europa Biomasse importiert wird von außerhalb Europas, um in Biomasseanlagen eingesetzt zu werden. Das ist nicht nur Abfälle, was da importiert wird. Und selbst in Deutschland haben wir 1,2 Millionen Hektar zum Anpflanzen von Energiepflanzen, also Mais, Raps und manchmal die Sylphie in einigen Fällen. Und das ist die primäre Feldfrucht. Und auf diesen Äckern wird das Produkt des primären landwirtschaftlichen Anbaus für den Energiesektor geopfert. Nicht für die Lebensmittelproduktion, sondern für den Energiesektor. Und das dritte ist Geothermie, also Geothermie. Auch wunderbar, wenn man Island ist, ja, dann muss man nicht tief bohren, dann kommt sofort eine heiße Schicht und ich kann heißes Wasser rauszapfen, Dampf machen, hervorragend. In Deutschland ist das alles ein bisschen tiefer und wir haben in München, in Geretsried, gibt es eine Versuchsbohrung für ein Geothermiekraftwerk. Dieses Geothermiekraftwerk, wenn es gelingt, wird es 8 Megawatt liefern an Leistung. Die Kosten sind ungefähr bei 300 Millionen Euro für, entschuldigen Ausdruck, für lumpige 8 Megawatt. Das ist beleidigend, ehrlich gesagt. Ja? Das sollten viel mehr Megawatt sein. Und wie gesagt, man weiß nicht mal, ob diese Bohrung funktioniert. Und das vierte ist Kernenergie. Kernenergie ist CO2-frei und ist in der Lage, das weiß man, weil man schon viele davon gebaut hat, einfach riesige Mengen an Energie zu liefern, dann, wenn man sie braucht. Und wenn man jetzt eine CO2-arme Energieversorgung haben möchte und die Gesellschaft nimmt das für sich in Anspruch, dann muss man aus diesen vier Methoden wählen und muss sagen, zwei funktionieren in Deutschland gar nicht, Wasser und Biomasse. Geothermie, sehr teuer, sehr unzuverlässig, wird man sehen müssen, ob es überhaupt jemals in Fläche kommt, bleibt man nicht kennen, wenn man CO2-arme Versorgung haben möchte. Aber ich sage jetzt etwas aus der Sicht der AfD. Wir wollen unsere Wirtschaft und unseren Wohlstand behalten. Wir wollen, dass die Industrie hier ist und dass gute, wunderbar bezahlte Arbeitsplätze in Deutschland erhalten bleiben. Und wenn es dafür nötig ist, dass wir weiterhin Kohle verfeuern oder auch Gas, dann ist die AfD der Meinung, dass das Vorrang hat vor den ja, oftmals apokalyptischen Vorstellungen einiger Jugendlichen, die der Meinung sind, dass übermorgen die Welt untergeht in dem Zusammenhang. Das ist die Position der AfD. Wir sind mit Süddeutschen wollen, ich freue mich darüber. Wir sind aber Politiker. Ja? Es muss nicht unbedingt so laufen, wie wir es wollen. Deswegen, wir sind ja auch zu einem Kompromiss bereit. Wenn irgendwelche Leute sagen, es muss unbedingt CO2-arm und neutral sein, ja okay, dann kommen wir mit unserem Anspruch und sagen, es muss preiswert und zuverlässig sein. Und die Schmidtmenge daraus ist dann die Kernkraft. Es ist so. Und nur um eine Zahl zu nennen, ein Lehrstuhl der Universität Stuttgart hat errechnet, vergangenes Jahr nach dem Ausstieg der letzten drei Kraftwerke, Neckar-Westheim, Emsland und Isar 2, dass wir aufgrund dieses Ausstiegs 10 bis 15 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich emittieren, weil Gas und Kohle verbrannt werden müssen. Entweder bei uns
oder im Ausland für die Erzeugung dieses Stroms. 10 bis 15 Millionen Tonnen. Das ist mehr als der gesamte deutsche Flugverkehr. Mehr als der gesamte deutsche Flugverkehr. Und jetzt frage ich Sie, wie vertrauenswürdig ist jemand, der Ihnen gegenüber sagt, das Einsparen von CO2 ist das wichtigste Zukunftsprojekt, das wir tun müssen, die wichtigste Politik unserer Generation. Und dann verzichtet man darauf mit einer einfachen politischen Antwort, nämlich drei Kernkraftwerke laufen weiter, Emissionen einzusparen in Höhe des gesamten deutschen Flugverkehrs. Wie vertrauenswürdig sind solche Leute? Halten Sie die Leute für glaubwürdig? Nein. Nein. Ich muss Ihnen sagen, sorry, ich halte diese Leute nicht für glaubwürdig. Es geht nicht darum, hier CO2 einzusparen. Es geht darum, eine totalitäre Wirtschaftspolitik, in der der Staat, der größte Aufgeber der Industrie ist, in der Staat die Wirtschaft lenkt, nämlich eine Planwirtschaft, zu etablieren und vom freien Unternehmertum mit seinen Risiken wegzukommen und damit massiven Einfluss des Staates in die Wirtschaft und in die private Wirtschaft zu nehmen. Das ist die Absicht der CO2-Einsparmethoden. Dazu wird Energie verknappt, sie wird verteuert und am Ende wird sie rationiert werden. Und damit hat man die Leute da, wo man sie haben will, in sehr starker, also kollektiver Abhängigkeit. Wie arbeiten wir dagegen? Nun zum einen, die AfD ist für einen Kompromiss. Wir bieten das an, dass wir den CO2-Steuer mitgehen, wenn das die Lösung, die Wiedereinführung oder der Wiederbetrieb von Kernkraftwerken in Deutschland ist. Und lassen Sie sich nicht einreden, dass das unüberbrückbare Probleme sind. Die Endlagesuche kann man lösen. Die Finnen haben sie gelöst. Schweiz hat ein Gebiet ausgewiesen. Frankreich und Schweden sind dabei, ihre zu bauen, ihre Endlager. Also man kann das machen, wenn man es will. Aber die Bundesregierung, der Staat Deutschland, hat 4 verschiedene staatliche Institutionen, die sich mit der Zwischen- und der Endlagerung beschäftigen. Wunderschöne administrative Gebilde mit vielen Vollzeitstellen und schönen Direktorenposten, Methoden, irgendwas stellen, keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus, 16 wahrscheinlich oder so, oder B irgendwas. Also der wird gutes Geld verdienen. Als Folge davon sind diese ganzen Projekte teuer. Es ist alles eine Goldrandlösung. Man macht Schächte auf, schaut nach, ob man was einlagern kann, vielleicht lagert man auch was ein, wie ein Asse zum Beispiel, dann sagt man nein, das ist ganz schlecht, man holt das wieder raus, auf Steuerzahlerkosten. Dann sucht man einen weiteren Standort, findet etwas, greift ein Loch, schaut nach, ob man da was machen kann, tut wieder was rein und sagt nein, das ist alles ganz schlecht, wir müssen das wieder rausholen. Und auf diese Art und Weise wird das alles, dieses Problem vertagt und verteuert und manche Parteien in Deutschland können dann mit dem Finger sagen, oh Gott, was für eine furchtbare Technologie, sie ist teuer und wir finden nie eine Frage. Obwohl andere Nationen das finden. Und die Frage ist, sind andere Nationen besser und gescheiter als wir? Ganz ehrlich, ich glaube das nicht. Wenn wir den Anspruch haben, ein führendes Industrieland zu sein, dann kann es doch verdammt nochmal nicht schwierig sein, mit geologischem Wissen der besten Geologieprofessoren in Deutschland einen guten Standort zu finden, wo ich die unvermeidbaren strahlenden Reste dieser Technologie für 100.000 Jahre einlagern kann. Das ist geologisch, ist das ein Katzensprung. Und Deutschland sollte dazu nicht in der Lage sein. Das ist eine Politik, auf die es hinausläuft. Auch eine Vernichtung des öffentlichen Ansehens Deutschlands durch diese Politiken, dass Deutschland nichts mehr auf die Reihe kriegt. Durch eine ständige Verhinderungs- und Verzögerungspolitik von manchen Parteien wie den Grünen, der SPD und der Linken. Aber nicht nur die, ich bin abgeschwiffen, ich bin abgeschweift, Entschuldigung, der Kollege schaut mich auch schon an, weil es zu lange dauert. Zurück zur Energiepolitik. Weniger die Kernkraft, zurück zur Energiepolitik. Dass wir dafür sind, Kernkraft wieder einzuführen, nicht weil wir das toll finden, sondern weil sie den Preis für einen zuverlässigen Strom hat. Okay, das haben Sie mitbekommen. Was brauchen wir noch? Wir brauchen ein Abschaffen der sogenannten CO2-Abgabe. Diese CO2-Abgabe führt einfach dazu, dass Strom aus Kohle und Gas so teuer gemacht wird, dass diese anderen sehr unzuverlässigen Energieerzeugungsmethoden auf einmal die preiswerten Alternativen sind. Und auch das ist ein beliebtes Mittel in der Politik. Wenn ich die eigenen Vorstellungen, wie zum Beispiel ein Elektroauto, wenn ich das nicht in den Markt bringe, weil es einfach nicht so gut läuft, weil es Nachteile hat, Reichweite, Kosten etc., fehlende Verfügbarkeit auch, dann macht man das andere so teuer, bis die präferierte Sache das billigste ist. So ist es mit der Energie. Die CO2-Abgabe dient nur dazu, dass Kohle und Gas so teuer sind, dass die Leute sagen, wir wollen Wind und Sonne mit allen Nebenkosten. Aber bleiben wir noch beim Heizungsgesetz, weil es ein aktueller Aufreger ist. Das Gebäudeenergiegesetz. Umgespeichertes Heizungsgesetz. Der große Aufreger im vergangenen Jahr. Mann, was haben wir geglaubt, jetzt wird die FDP mal einen Rückgrat finden. Die FDP wird vielleicht die sinkenden Wahlergebnisse, die schlechten Umfragewerte, die sie jetzt auch zur EU-Wahl manifestiert haben, benutzen und vielleicht in der Koalition mal
für den Bürger ein Machtwort sprechen, vielleicht für die Freiheit. So steht es ja im Namen. Ja, das war sehr kurzlebig. Wie immer ist nichts passiert bei der FDP. Aber die Union hat gesagt, oh, das ist böse, dieses Gesetz. Wir werden, sobald wir die Macht zurückerobert haben in Berlin, werden wir dieses Gesetz sofort streichen. Das war Stand 2023, denn vor 3 Tagen hat Friedrich Merz gesagt, naja, das Werbegruppengesetz, da sind schon gute Dinge drin, ja, das kann man so beibehalten. Also Friedrich Merz ist schon auf der Suche nach einem Koalitionspartner für 2025 nach der Bundestagswahl. Er macht den Grünen Avancen, er will nicht sofort vom Kopf stoßen. Damit es aber nicht so rauskommt, hat sein Adlatus, der Jens Spahn, der mal Gesundheitsminister war, der jetzt in Wirtschaft macht, hat natürlich gesagt, nein, das Gesetz muss weg. Also Jens Spahn weiß nicht, was sein Chef gerade tut. Aber ich kann Ihnen sagen, für die AfD wird dieses Gesetz komplett gestrichen. Es wird komplett gestrichen. Es gibt keinen Grund, dass der Staat Ihnen vorschreibt, welche Art von Heizung Sie haben sollen. Das ist eine Sache, was für Möglichkeiten es gibt an der Stelle, wo Sie wohnen. Zum einen, zweitens von den wirtschaftlichen Möglichkeiten, die Sie haben, und drittens von Ihren persönlichen Präferenzen. Das sind alles freiheitliche Dinge. Das geht den Staat mit Verlaub absolut gar nichts an. Und wenn Sie es mit der Luxus-Goldrand-Methode machen wollen, dass Sie Geldbündel verbrennen, um es warm zu halten, meinetwegen, machen Sie das. Es geht mir nichts an. Ich finde es blöd, bin ich so, okay. Aber es geht mich nichts an. Und der Staat muss anfangen, dass er sich aus den Angelegenheiten der Leute raushält. Und dass die Leute. Die mündige Bürger zu behandeln, die wissen, was sie tun, die selbst zu vernünftigen Lösungen kommen, die keinen Kindergärtner Habeck brauchen, der ihnen sagt, was sie zu tun haben und wie sie zu heizen haben. Und weil ich den Habeck gerade angesprochen habe, es ist noch nicht lange her, im Herbst 2022, Gaswart, Schweineteuer, kaum zum Kriegen am Markt. Und Robert Habeck war verdammt froh, dass nicht jeder in Deutschland mit Gas geheizt hat. Er war froh, dass es sehr viele verschiedene Methoden zum Heizen gab. Elektrisch, Pelletheizungen, Gasheizungen, Ölheizungen, manche hatten Wärmepumpen schon drin und so weiter. Und diese Vielfalt, da achte ich diesen Ausdruck, diese wunderbare Vielfalt hat dazu geführt, dass man beim Ausfall eines Energiesystems, in dem Fall des Gases, das nicht ganz Deutschland auf den Kältetod hinarbeiten musste. Und das will man jetzt beseitigen. Man will, dass in Zukunft jeder mit Strom heizt, mit einer Wärmepumpe. Und was passiert dann, wenn der Strom ausfallen sollte? Dass auf einen Schlag sofort alle Heizungen im Winter in Deutschland kaputt sind. Dass man nicht mehr zum Verwandten gehen kann, der eine andere Heizung haben, um es warm zu haben. Dass man die Turnhallen, dass die Turnhallen genauso kalt sind wie die Wohnblöcke. Und keiner kann in den Turnhallen gehen. Wie soll das funktionieren? Das ist doch auch sicherheitspolitisch, katastrophenschutzpolitisch ein kompletter Schwachsinn, mit Verlaub gesagt. Diese Vielfalt, und ich benutze diesen Ausdruck wirklich sehr gerne, diese Vielfalt ist was Wunderbares, es macht uns widerstandsfähig. Es führt dazu, dass jeder nach seiner Fassung glücklich werden kann, wie es so schön heißt. Und das will diese Ampelkoalition, das wollen vor allem die Grünen, beseitigen. Die wollen ihnen vorschreiben, wie sie zu leben haben im Heizungssektor wie auch im restlichen Sektor. Ganz kurzer Schlusskapitel, der Wasserstoff, bevor ich dann zurückgebe, das dauert nicht schon zu lange, glaube ich. Vergessen Sie den Wasserstoff. Der wird nicht kommen. Und ich kann das in einer ganz einfachen Sache klar machen. Es gibt jetzt schon Nationen, die haben 100% sogenannte erneuerbare CO2-freie Energie, weiß man, wie Berge haben oder Vulkane, Island und Norwegen. Und die stellen heutzutage keinen grünen Wasserstoff her, weil es keinen Markt dafür gibt. Und jetzt kommt die Bundesregierung und sagt, wir werden in Tansania oder in Chile und so weiter riesige industrielle Windparks aufstellen mit großen Chemiefabriken in Afrika, wo riesige Mengen an Wasserstoff erzeugt werden, die dann mit Tankern nach Deutschland gefahren werden und im Netz verteilt werden, damit wir hier unseren Strom haben. Wenn Island und Norwegen jetzt schon keinen grünen Wasserstoff marktwirtschaftlich herstellen kann, wie soll das aus Namibia, Mosambik oder Chile funktionieren? In Ländern, die gar keine Bevölkerungsstruktur haben, die haben keine Infrastruktur, um so ein gigantisches industrielles Projekt, und wir reden von gigantischen Chemiefabriken, die Wasserstoff herstellen, die das irgendwie stemmen könnten, da existiert nichts. Es existiert in diesem Land auch keine Bevölkerung, die in der Lage wäre, dort zu arbeiten, von der Ausbildung her. Und ich sage das immer so ganz salopp, es existieren auch nicht die Tanker, das nach uns zu bringen, es existieren noch nicht mal die Werften, um diese Tanker zu bauen. Und trotzdem erzählt mir Robert Habeck, dass ab 2035, 2040, das ein signifikanter Anteil an unserem Energiesektor sein wird. Mit Verlaub, das ist kompletter Unfug.
Das ist reines Wunschdenken. Und wir in anderen Nationen, unsere Nachbarn, auf Technologien sitzen, die man kaufen kann. Ja, die rufen an, nehmen Telefonhörer, kaufen sich den Lieferanten eines von nuklearen Kernkraftwerken und sagen, hey, wir hätten ja ein Kernkraftwerk, was kostet das, wann kannst du es bauen? Und dann sagen die, okay, wunderbar, ich komme zu Vertragsverhandlungen vorbei. Das ist real. Diese Energiepolitik ist real, weil das kann man kaufen. Einen Vertrag schließen und dafür haftet jemand. Während das, womit unsere Regierung, unsere energiepolitische Zukunft an die Macht meint, das existiert gar nicht. Das kann man nirgendwo kaufen. Sie können das nicht im Internet bestellen, Sie können niemanden anrufen, der vorbeikommt für Vertragsverhandlungen. Da gibt es nur Leute, die Subventionen abgreifen wollen, und davon sehr viele. Und wenn Sie sich die Liste der gescheiterten Wasserstoffprojekte anschauen, dann sehen Sie, dass viele Leute, die da mal mit Enthusiasmus dran waren, Investoren und so weiter, abgesprungen sind. Ein großes Projekt in Portugal, Sines H2, das war mal gedacht als Anlandestation für afrikanischen, südamerikanischen und mittelamerikanischen Wasserstoff in Europa, wo er umgeladen wird, wo er dann ins Pipeline-Netz kommt und so weiter. Ist gestrichen, gibt es nicht mehr. H2 Rotterdam, ja, große Windenergieanlage auf der Nordsee, liefern Strom, Wasserstoff wird erzeugt, gestrichen, gibt es nicht mehr. Heide 100, Schleswig-Holstein, größtes Wasserstoffprojekt Deutschland, gestrichen, gibt es nicht mehr. ThyssenKrupp hat 2 Milliarden für Subventionen in Aussicht für den Wasserstoffhochofen aus grünem Stahl. Die bauen Leute ab. Ist doch gar nicht sicher, dass dieser Hochofen jemals gebaut wird. Und Sie sehen an diesen ganzen Projekten, es handelt sich um Wunschdenken der Regierung, Projekte nach vorne zu bringen, die man nicht kaufen kann, die Wunschdenken sind, die schon lange in der Realität gescheitert sind. Und in diesem Sinne hat die AfD viele, viele Anträge gestellt, auf diesen Unfug zu verzichten, zurück zu einer rationellen Energiepolitik zu kommen, also einen fundamentalen Wandel in der Ausrichtung der Energiepolitik des Landes einzuleiten, zurück zu preiswerten, zuverlässigen Strom. Nicht nur für ausgewählte Wunsch-Industriebetriebe eines Ministeriums, sondern für jeden im Land, für jeden Verbraucher, jeden privaten, unternehmerischen und industriellen Abnehmer von Strom muss Energie bezahlbar, preiswert und zuverlässig sein. Und da ist die AfD, mit einem kleinen Seitenhieb auf die Union, tut mir leid, wirklich die einzige Fraktion im Deutschen Bundestag, die dieses Ziel rücksichtslos und kategorisch und ja, das dürfen Sie auch sagen, und ja, radikal vertritt. Dankeschön. Jetzt hast du mir natürlich eine Frage schon vorweggenommen. Ich wollte das Thema Wasserstoff aus Nordafrika ansprechen, das lassen wir jetzt weg. Aber so schnell bringst du mich nicht aus der Fassung, ich habe natürlich gleich Ersatz. Ich habe jetzt mit vielen, also aus Zufall mit einem Stromversorger gesprochen, der irgendwo bei uns in der Siedlung war, um mal den Stromzähler wieder turnusmäßig abzulesen. Und da hatte ich mich kurz mit ihm unterhalten und er schüttelte nur den Kopf und sagte, es geht. Es ist nicht mehr zu glauben, wie viele Stromverbindungen im Moment, wie vielen Haushalten der Strom abgestellt wird. Gibt es da eine Entwicklung? Kannst du da irgendwie was zu quantifizieren? Ist es so dramatisch, wie Sie sagen? Ja, selbstverständlich ist es so. Das ist jetzt auch nicht wirklich neu. Das hat sich natürlich verstärkt mit der Verteuerung der Energie, dass es Haushalte gibt in Deutschland, die sich den Strom nicht mehr leisten können. Dann werden die Zahlungen nicht mehr ausgeführt. Und irgendwann kommt der Versorger und sagt, wir kappen die Stromversorgung. Das wächst, weil natürlich auch die Strompreisbremse, wie sie genannt worden ist, das Ganze nur kaschiert. Zum einen kaschiert es nur deswegen, weil es sehr schwierig ist, in dem Umfeld überhaupt den Bonus wieder zu bekommen. Das ist ein bürokratischer Aufwand, der ist nicht leicht. Es war extrem schwierig, wenn Leute, die wirklich Strom sparen wollen, den Stromanbieter wechseln für die besten Konditionen. Weil dann stellt sich die Frage, wer muss jetzt wem den Bonus zahlen, wann gekündigt worden ist. Das ist ein bürokratisches Monstrum. Und jetzt soll die Bürokratie und zum Zweiten natürlich, weil es volkspolitisch oder volkswirtschaftlicher Unfug ist. Man benutzt ja dafür wieder Steuergelder, um hier mit Transferleistungen hier anderen Leuten den Strom zu bezahlen, wenn es funktioniert überhaupt. Das heißt, sinnvoller ist es, anstatt diese sozialistischen Ausgleichszahlungen zu machen, wieder Strom wieder preiswert und zuverlässig für alle zu machen im Land. Und dann werden sich viel mehr Leute auch wieder ihre Energie, ihren Strom leisten können und dann müssen wir auch keine Ausgleichszahlungen liefern. Eine letzte Frage noch. Ich bin auf so ein kleines Paradoxon gestoßen. Ich gucke jetzt ja auch immer relativ viel Lokalzeit, auch bei uns oben in NRW. Und da Land auf, Land ab berichtet, gibt es Berichte in den Lokalmedien, dass die Hersteller oder die Monteure für Wärmepumpen
sehr mau gerade im Moment sind, dass die Nachfrage doch stark sinkt und da auch teilweise Stellen wieder abgebaut werden oder umgelagert werden in andere Bereiche. Jetzt hatte ich gerade noch, ich sag mal, stundesaktuell noch die Tagesschau gelesen. Da gibt es einen Artikel: Wärmepumpen in Privathaushalten so beliebt wie noch nie. Was stimmt denn jetzt? Man sieht, meine Meinung, erstens, es stimmt, dass Lieferanten, wie ein großer dänischer Lieferant und so weiter, haben bereits sich zurückgezogen vom Markt, liefern keine Teile mehr für die Wärmepumpen. Wenn in Deutschland, und ich sage das ganz ehrlich, eine Wärmepumpe ist eine wirklich fortschrittliche Technologie, um Wärme zu erzeugen. Aber die Regierung steht sich ja selbst im Weg. Die Wärmepumpe ist dann begehrt und sie wird den Anbietern aus den Händen gerissen. Und jeder will so ein Ding haben, wenn der Strom in Deutschland preiswert und zuverlässig wäre. Nun, er ist nicht preiswert, das wissen Sie selber, er ist aber auch nicht zuverlässig. Denn die Bundesregierung hat ja auch festgelegt, dass bei Strommangel sowohl die Wallboxen für Elektroautos als auch die Wärmepumpen von extern abgeschaltet werden dürfen. Und da muss man sich nicht wundern, dass das Vertrauen in diese Technologie von der Regierung, die sie eigentlich haben will, selbst wieder untergraben wird. Sowohl über den Preis der Energie, als auch über die, mit Verlaub gesagt, notwendige Einschränkung, dass man sie abschalten darf. Denn in einem Energieland, wo Energie zufällig kommt, von Wind und Sonne abhängig ist, da muss ich Leuten solche Vorschriften machen, dass ich den Strom regeln kann. Sonst bricht die Netzfrequenz zusammen und die Lichter gehen ganz aus. Aber wenn ich eine Energieversorgung habe, das zuverlässig liefern kann, mit ein paar Backup-Kraftwerken, immer so viel wie der Regler hat gerade regelt, dann brauchen wir über die Zuverlässigkeit keine Sorgen zu machen. Und da muss ich solche Gesetze wie die Möglichkeit der Abschaltung einer Heizung im Winter, muss ich nicht machen. Also Sie sehen, die Regierung steht ja noch selbst im Weg bei ihrem Blödsinn. Ja, dann, lieber Rainer, danke nochmal für deinen Vortrag. Wir sehen dich gleich nochmal in der Frage. Wir haben schon gesehen, bei vielen sind die Steckdosen leer und auch die Heizungen leer. Das nächste Thema passt auch sehr gut dazu. Lieber Wolfgang, Infrastruktur, Mobilität, auch da schlägt die Krise voll rein. Du weißt mehr. Wenn ich das in die Hand nehmen darf, oder das, könnte es sich besser bewegen. Versuch's mal ohne. Ja, aber wir haben auch einen Livestream wahrscheinlich laufen und der braucht eine elektrische Zuführung. Und jetzt bin ich näher am Mikrofon, vielleicht funktioniert es ein bisschen besser. Und ich bringe jetzt mit, ich bin Mitglied im Haushaltsausschuss und ich bin Mitglied im Verkehrsausschuss. Und die Kombination aus beidem, und die steht jetzt da gerade an der Tafel, die ist für unser Land tatsächlich ziemlich verheerend. Kassen leer, Infrastruktur kaputt. Und ich möchte noch hinzufügen, dazu werde ich auch ein paar Sätze sagen, Demokratie kaputt ist mindestens zur Hälfte leider auch wahr. Und da gibt es auch viel zu reparieren. Ja, also Infrastruktur kaputt und Kassen leer. Es gibt ein paar Dinge, mit denen die Regierung die Kassen auch noch speziell und extra leer macht. Einen ganz schmerzenden Punkt hat der Rainer Kraft schon angesprochen, nämlich die Energiewende, die ja nicht nur für uns Bürger, sondern auch für den Staat selber unglaublich teuer ist. Und es gibt auch noch andere Dinge, mit denen der Staat und speziell diese Koalition die Kassen, am Ende sind es die Kassen von uns allen, als Steuerzahler, leer macht. Weil sie zum Beispiel Bürgergeld hemmungslos auch an Leute versprechen, die gerade erst neu ins Land hineinkommen. Den Bürgergeldsatz um 12% mal schnell zum Jahreswechsel anheben und sich dann wundern, dass die 26,5 Milliarden, die jetzt schon, und das ist eine unglaubliche Summe, die jetzt schon im Bundeshaushalt stehen, nicht reichen. Denn man weiß das schon, dass die Bundesanstalt für Arbeit viel mehr Geld ausgibt und dass wahrscheinlich 10 Milliarden dazu kommen. Und ich frage mich manchmal, haben die das wirklich nicht gewusst? Oder haben die nur, damit sie ihren Haushalt durchs Parlament kriegen und die sogenannte Schuldenbremse nicht reißen, einfach mal geschummelt? Ich befürchte fast, sie haben Schuld.
Und dann gibt es noch so eine Sache, da sind wir ganz schnell beim Strom, die sogenannte EEG-Umlage. Jetzt erkläre ich erstmal schnell, was das ist. Also wenn jemand ein Windrad baut, eine Firma oder auch jemand, der ein Haus gehört, eine Solaranlage auf sein Dach baut, dann kriegt er vom Staat versprochen, wie viel Cent pro Kilowattstunde, die er einspeist, er gezahlt kriegt, damit sich seine Investition rechnet. Und das sind vielleicht, wenn man jetzt neu eine Photovoltaikanlage baut, so 8 Cent ungefähr. Ich hole das jetzt mal ein bisschen. Und jetzt hat der Rainer Kraft schon gesagt, naja, wenn die Sonne ganz viel scheint, dann gibt es viel zu viel Strom. Dann wird der Strompreis an der Strombörse sogar negativ. Aber wenn der Häuslebauer seine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat, der kriegt trotzdem seine 8 Cent. Und wenn der Strompreis bei minus 8 Cent ist, dann ist der Unterschied pro Kilowattstunde 8 und 8, 16 Cent. Und die bezahlt, ja, früher hat es der Verbraucher bezahlt. Da war diese EEG-Umlage 3, irgendwas Cent Anteil vom Strompreis. Mittlerweile wären das viel mehr als 3 Cent. Und Habeck hat auch Angst davor bekommen, dass die Leute rebellisch werden. Und er hat Angst davor bekommen, dass die Industrie sagt, wir können das nicht mehr zahlen. Und die haben gesagt, na, dann zahlen wir das halt vom Staat. Aus dem Klimafonds. Und dafür haben sie für dieses Jahr, 2024, 12,6 Milliarden Euro in diesem Klimafonds reserviert. Und wenn man jetzt in die Zahlen hineinschaut, dann merkt man, oh, Ende Mai waren von den 12,6 Milliarden 8,6 schon weg. Ja, was passiert denn da? Ja, es gibt vielleicht noch mehr ausgebaut, noch mehr Solarstrom, alles zur gleichen Zeit, die Strompreise werden noch negativer. Es gibt noch mehr Leute, die die Hand aufhalten, für ihren Photovoltaikstrom Geld haben wollen und die Strompreise sind immer negativer. Was passiert? Die 12,6 Milliarden reichen nicht, vielleicht fehlen auch da nochmal 10 Milliarden. Und letzte Woche war ein Gespräch zu dem Thema. Da war ich selber auch beteiligt, weil ich im Haushaltsausschuss für diesen Klimafonds auch mit zuständig bin. Und da reden sie dann davon, dass sie ja bei anderen Sachen weniger ausgeben und da bleiben dann vielleicht diese 10 Milliarden übrig. Aber für irgendwelche Sachen, die dann nicht gemacht worden sind, die sie nächstes Jahr wieder einplanen müssen. Also auch das ist dann gemogelt, gelogen, geschummelt. Noch dazu gehen ihnen manche Tricks auch noch schief. Das kennen sie wahrscheinlich alles. Vom Bundesverfassungsgericht, die haben von den Corona-Geldern, wo man mit allen Händen das Geld ausgegeben hat, wo dann am Ende 84 Milliarden übrig waren, von denen haben sie 60 Milliarden mal schnell geschnappt und als so eine Art schwarze Kasse in den Klimafonds geschoben. Und zu den anderen 24 Milliarden haben sie gesagt, oh, wir sind ganz stolz, da war Geld übrig, das geben wir jetzt zurück. Und die 60 Milliarden wollten sie nicht zurückgeben, die haben sie in den Klimafonds geschoben. Und das Bundesverfassungsgericht hat im letzten November gesagt, diese 60 Milliarden waren zweckgebunden, Thema Corona, dürft ihr nicht nehmen. Und dann war ganz große Krise. Und die Krise ist eigentlich noch gar nicht vorbei. Und jetzt muss die Ampel daran arbeiten, den Haushalt fürs nächste Jahr zu machen. Und dann sind wir nämlich schon wieder mitten in der Krise der Ampel. Bis zu 50 Milliarden Euro ist die Anspannung in dem Plan, in dem Haushaltsplan. Anspannung heißt, so und so viele Einnahmen rechnet man, so und so viele Ausgaben möchten die Ministerien aber alle haben und da ist ein Loch dazwischen. 50 Milliarden, könnte das schnell werden. Und da gibt es dann so ein paar Spezialisten, die wissen zwar, dass das Geld nicht reicht, aber die satteln auf ihre Forderungen trotzdem nochmal was drauf. Also zum Beispiel die Frau Schulze, die Entwicklungsministerin, die ja solche tollen Sachen macht, wie die, sie kennen das alles, ja, die Radwege in Peru zu bauen und gendersensible Projekte in allen möglichen Ländern dieser Welt bis zur Mongolei zu fördern. Und die will noch mehr Geld haben. Das Auswärtige Amt, also Baerbock, ja, in ähnlicher Weise. Da gibt es ein paar Leute, die sagen, nein, also sparen, nö, wollen wir nicht, die Schuldenbremse muss weg. Ja, dann haben sie es jetzt für ein paar Jahre leichter und unsere Kinder und Enkel zahlen den ganzen Mist, die Staatsschulden, mit Zins und Zinseszins irgendwann zurück. Und dann gibt es noch einen neuen Plan.
Lindner hat den wohl mit ausgeheckt. Der Finanzminister, der immer so auf Solidarität, auf Solidität pocht, der sagt, naja, wir könnten ja für 2024 noch einen Nachtragshaushalt machen. Weil die Konjunktur jetzt ja viel schlechter läuft, als man mal gedacht hat und als man geplant hat. Und diese Schuldenbremse, die ist so gebaut, naja, wenn es schlecht läuft, dann muss der Staat mal ein bisschen mehr ausgeben dürfen und wenn es dann wieder besser läuft, dann wird das wieder eingespart. Das ist die Grundidee. Und deshalb könnte man jetzt dieses Jahr noch mal 11 Milliarden mehr ausgeben. Aber jede Wette, das werden nicht die 11 Milliarden sein, die vielleicht beim Bürgergeld fehlen und die vielleicht bei der EEG-Umlage fehlen. Das werden irgendwelche Projekte sein, die man eigentlich erst 25 machen will. Und Ende des Jahres wird man sagen, oh, haben wir ja gar nicht gemerkt, beim Bürgergeld fehlen 10 Milliarden und oh, oh, bei der EEG-Umlage fehlen ja auch Milliarden. Ich glaube, wir werden hier von vorne bis hinten belogen, ich sage das Wort nicht zu Ende, aber Sie wissen das. Und am 3. Juli, und das ist jetzt gestern in zwei Wochen, heißt es, will die Regierung einen Kabinettsentwurf für den Haushalt 2025 einbringen, vorlegen. Und jede Wette, das kriegen die nicht hin. Die werden nachsitzen müssen über die Sommerpause. Und vielleicht dann noch länger und vielleicht zerlegt es auch die Ampel. Wobei ich das noch nicht ganz glaube. Weil die kleben alle an ihren Posten. Und jede von diesen Parteien, schauen wir das Europawahlergebnis an, schauen wir die Umfragen an, jede von diesen Parteien wird verlieren. Die SPD wird verlieren, die Grünen werden verlieren, dass es kracht. Und die FDP wird auch verlieren. Alle haben Angst um ihre Posten. Und deshalb werden die daran kleben, solange es geht. Das ist meine Voraussetzung, auch meine Befürchtung. Was könnte man eigentlich anders machen? Man könnte also ein paar Kostentreiber abschalten. Gut, das Bürgergeld ist einer von denen, das ist aber gar nicht mal der größte. Man könnte zum Beispiel sagen, wir lassen das bleiben mit dieser Energiewende. Der Rainer Kraft hat gesagt, welche Alternativen es gibt. Ja, Stichwort Kernenergie ganz oben. Die Energiewende wird uns, wenn wir einen Industriestaat wie Deutschland umstellen wollen auf Wind und Sonne, bis zum Jahr 2045 ungefähr 10 Billionen Euro kosten. 10.000 Milliarden oder für jeden von uns vom Säugling bis zum Greis 120.000. Und das Geld ist einfach nicht da. Ja, selbst wenn die Bürger und die Firmen, sagen wir mal, 3/4 davon zahlen müssen. Und der Staat in Form von Unterstützungen für die, die sich den Umbau des Hauses nicht leisten können und so weiter, 2,5 Billionen dazu zahlen müssen, 2.500 Milliarden. Dann sind das 5 bis 6 Bundeshaushalte, die einfach nur weg sind für die Energiewende bis zum Jahr 2045. Das kann niemand bezahlen. Die einzige Möglichkeit, um diesen Abwärtstrend zu stoppen, ist, mit der Energiewende aufzuhören und diese rot-grüne Transformation zu stoppen, und zwar je schneller, desto besser. Und es gibt noch einen Punkt, der billionenweise Geld kostet. Und das ist die Migration. Was wurde in 2015 erzählt? Jetzt kommen die Fachkräfte über die Grenzen. Ja, wissen wir noch, die Raketenwissenschaftler aus Syrien. Und ja, die Professoren und die Raumfahrtforscher. Und die werden dann unsere Renten bezahlen, weil wir ja zu wenig Nachwuchs haben. Ja. Es gibt aber Forscher, die zeigen auf, dass Migranten aus bestimmten Kulturkreisen, Einzelpersonen immer ausgenommen, im Durchschnitt zum Sozialprodukt gar nichts beitragen. Selbst in den besten Jahren des Lebens. Und es gibt auch Wirtschaftsforscher, die das ausgerechnet haben. Der Professor Raffelhüsch, dessen Frau übrigens im Bundestag ist für die FDP und bei mir ein paar Stühle weiter im Haushaltsausschuss drin sitzt, der hat ausgerechnet, dass die Migration, wenn wir sie so weiter betreiben wie jetzt, 5,8 Billionen Euro, 5.800 Milliarden kosten wird. Und auch damit müssen wir aufhören, und zwar von heute auf morgen möglichst.
auch solche Dinge wie den Ukraine-Krieg, wo wir jetzt schon einen zweistelligen Milliardenbetrag hauptsächlich in Sachen Bewaffnung hineingesteckt haben. Und wo dann auch noch, jetzt gab es ja schon eine erste Wiederaufbaukonferenz, wenn man dem Herrn Habeck gut zuhört, Beträge wie 400 Milliarden Euro anstehen. Und bei wem wird man am meisten die Hand aufhalten? Natürlich bei uns in Deutschland. Und auch da ist der Punkt zu sagen, das ist nicht unser Krieg. Und es gibt noch ein paar mehr Beispiele. Und da gibt es die andere Seite, wofür wir das Geld wirklich bräuchten. Das Geld dafür einzusetzen, damit wir alle eine gute Zukunft haben. Das heißt nicht, das Geld auszugeben, sondern das Geld da hineinzustecken, wo wir Werte für die Zukunft produzieren. Und der Staat, der baut ja jetzt selber in der Regel keine Firmen oder so, aber der Staat baut die Infrastruktur für diese Gesellschaft. Und die Infrastruktur, die ist, so muss man das Gefühl haben, in unserem Land immer weiter verkommen. Und es gibt Leute, ich kann das nicht bestätigen, weil ich da nicht gelebt habe, die sagen, das fühlt sich so an wie in den letzten Jahren der DDR. Wie das hier kaputt ist. Ja, beispielsweise die Autobahn, beispielsweise die Brücken. Sie alle werden das wissen, eine Brücke in Nordrhein-Westfalen, die Rahmedetalbrücke, die musste ganz plötzlich gesperrt werden, weil die schon so kaputt war, das hat man vorher gar nicht richtig gemerkt. Da durfte man keine Autos mehr drüber fahren lassen. Inzwischen ist die gesprengt worden, jetzt wird sie neu gebaut. Riesenverkehrschaos durch die Nachbarstadt Lüdenscheid, quälen sich Autos massenweise. Und das wird nicht die einzige Brücke bleiben, wo das so ist. Jetzt gerade, ja, wir sind gerade bei dem Thema, die Ampel kriegt den Haushalt nicht hin. Jetzt gerade sagt der Verkehrsminister Wissing von der FDP sogar, naja, auch bei den Autobahnen, da müssen wir jetzt das Geld, was wir da reinstecken, von 6,2 Milliarden im Jahr auf 4,9 Milliarden zusammenstampfen. Und dann sagt die Bauwirtschaft und dann sagen Verkehrsunternehmensverbände, dann wird der Verkehr in Deutschland zusammenbrechen. Aber da wird gespart. An den anderen Sachen, ich habe die Beispiele gebracht, da sparen sie nicht. Und dann bei der Bahn. Ja, jeder kennt das, der Zug fährt oder der von anderen Leuten weiß, dass sie Zug fahren. Der hört von Verspätungen, der hört von Zugausfällen und vor ein paar Tagen hat der Julian Reichelt den Klaus Wieselski interviewt, den Chef von der etwas rebellischen und nicht so systemkonformen GDL, Lokführergewerkschaft, und der hat das auch gesagt, da sind eigentlich für den Zustand des Bahnnetzes viel zu viele Züge drauf. Und die Bahn will jetzt immer, und die Politik auch, will immer mehr Züge fahren lassen, aber die Infrastruktur gibt es gar nicht mehr her. Die wollten das ja mal alles privatisieren und Bahnreform machen. Das ist jetzt ungefähr 30 Jahre her. Und das war grundfalsch. Die wollten schöne Zahlen haben, haben Gleise stillgelegt, haben Weichen ausgebaut und so weiter und so weiter. Und wehe, es gibt eine Störung. Dann kracht es sozusagen. Also nicht das Züge zusammenstoßen, aber dann läuft das System Bahn nicht mehr. Jetzt will man Strecken general sanieren. Den Verkehr komplett stilllegen für ein halbes Jahr und sagen, gut, da reparieren wir jetzt alles. Die Weichen, die Signale, die Schienen, die Oberleitung, alles auf einen Schlag, dann ist es wieder wie neu. Und zwischendrin fährt alles Umweg oder Bus, Fernzüge, Güterzüge, Nahverkehr. Und es kostet zwar weniger, als wenn man das so Schritt für Schritt macht, aber es kostet in Summe, die Bahn hat gesagt, 45 Milliarden. Und was hat dann die Regierung gesagt? Haben wir nicht. Die Regierung hat gesagt, naja, also 27 Milliarden haben wir vielleicht. Wenn wir, und das machen sie gerade, Anteile von der Telekom und Anteile von der Post verkaufen, die der Staat vielleicht nicht mehr so dringend braucht, dann kriegen wir alles in allem das zusammen. Und dann sagt die Bahn, naja, aber wir brauchen ja 45 Milliarden. Und wenn ihr uns die nicht gebt, dann können wir manche von den Neubauprojekten halt nicht machen. Und dann wird euch Politikern das auch wehtun. Wenn ihr euren Nachbarn in Dänemark versprochen habt, die bauen gerade einen Tunnel unter dem Fehmarnbelt, dass die Züge, die dann von Dänemark an der deutschen Küste ankommen, dass die dann auch weiterfahren können, einigermaßen schnell, von Puttgarden bis nach Hamburg, erst nach Lübeck und dann bis nach Hamburg.
Und naja, dann wird das halt nicht rechtzeitig fertig. Und an der Stelle wedelt tatsächlich auch der Schwanz mit dem Hund, nämlich der Bahnkonzern mit dem Staat. Wir tun so, als könnten die uns das alles vorgeben. Da funktioniert auch die Steuerung nicht. Das hat nicht erst die Ampel kaputt gemacht, das haben wir vorhin schon kaputt gemacht. Aber es ist vieles im Argen. Und jetzt, heute, kam jetzt noch eine Meldung, die für den, der sich schon ein bisschen damit beschäftigt hat, ein kleiner Hammer ist, von einer anderen Infrastruktur, nämlich vom Stromnetz. Es ist ja so, dass für diese Energiewende das Stromnetz verstärkt werden muss. Weil ja das alles laufen muss, wenn der Wind im Norden weht und im Süden keine Sonne scheint oder es Nacht ist und trotzdem die Maschinen laufen sollen und die Wärmepumpe und alles. Es werden Stromautobahnen gebraucht, es müssen neue Überlandleitungen gebaut werden. Und da gibt es in Deutschland 4 große Firmen, die diese Überlandleitungen haben. Das hat man natürlich auch mal privatisiert. Eine von denen heißt TenneT und gehört den Niederländern. Den Niederländern, dem niederländischen Staat zum größten Teil. Und auch diese Firma TenneT sagt, naja, wir müssen ganz viele neue Überlandleitungen bauen, wir brauchen Milliarden und wir brauchen einen Kapitaleigner, der uns da Geld zuschießt. Und der niederländische Staat sagt, naja, warum sollen wir da noch Milliarden in TenneT reinstecken, wenn die dann in Deutschland investieren? Also, nächster Schritt, haben wir gesagt, na gut, dann kauft halt der deutsche Staat den deutschen Teil von TenneT. Dann ist das auch ein Stück Verstaatlichung, aber dann kann der Staat diesen Ausbau von den letzten zahlen. An dem Beispiel sieht man auch, wir kommen in die Staatswirtschaft rein mit dieser ganzen Energiewende. So, und jetzt kommt der Habeck und der Lindner und sagen, so viel Geld hat der deutsche Staat gar nicht. Wir können den niederländischen Teil von TenneT gar nicht kaufen. Das ist heute in den Nachrichten. Und jetzt ist dann erstmal die große Frage, wer kauft es denn dann? Also hoffentlich nicht die Chinesen. Dann hat man an einer anderen Stelle von 50 Hertz, das ist eine andere von diesen 4 Firmen, ganz, ganz schnell ein Viertel gekauft, damit die Chinesen nicht kaufen. Jetzt bin ich gespannt, was passieren wird. Aber es ist ein komplettes Scheitern der Strategie von Habeck. Was jetzt, wenn man da nicht tiefer in der Materie ist, keinem erstmal so auffällt, du steht in der Meldung, ach, Deutschland steigt jetzt bei TenneT doch nicht ein. Die meisten können damit nichts anfangen. Aber das ist ein Zeichen dafür, dass das bei der Energiewende null klappt und alles, was wir in der Infrastruktur haben, Straßen, Eisenbahn, Stromnetz und vielleicht auch irgendwann das Gasnetz, das wird notleiden, das reicht alles nicht mehr. Oder wird sogar zurückgebaut. Ja, Stichwort Gasnetz, hat der Habeck seine Pläne. Die Infrastruktur in unserem Land wird systematisch vernachlässigt bis kaputt gemacht. Und das können wir so nicht weiter geschehen lassen. Wir brauchen also etwas anderes. Wir brauchen, und ich habe das ja zum Teil jetzt schon zusammengestellt, ich habe jetzt hier das Was tun, das Gegenprogramm, Stopp der Energiewende, Migrationswende, statt Bürgergeld eine Grundsicherung, die die Leute wieder auf die Beine bringt, statt sie in der Hängematte hängen zu lassen. Wir brauchen einen Fokus auf den Straßenverkehr in der Verkehrsentwicklung, weil der auch in 30 Jahren, das sagt sogar die Regierung selber, auch in 30 Jahren noch die Hauptlast des Verkehrs tragen wird. Wir brauchen Unterstützung für die Schiene, für die Bahn, da wo sie gut ist, aber nicht flächendeckend im ganzen Land, das ist Schmarrn. Und wir brauchen erstmal eine ordentliche Diskussion über das Ganze. Und das ist jetzt die Stelle, wo ich am Schluss, letzter Gedanke, noch sage, Demokratie halt kaputt, wir müssen auch die Demokratie reparieren. Denn was passiert, wenn jemand sagt, wir brauchen eine Migrationswende? Dann wird gesagt, da haben sich welche getroffen, in Potsdam. Und die haben was ganz Böses gesagt, auf einem Geheimtreffen. Und dann steht das plötzlich in allen Medien. Und eine Woche danach, wie von Geisterhand, gibt es schon ein Theaterstück zu dem Thema. Alles geplant. Alles orchestriert. Und dann stellt sich raus, dass zentrale Behauptungen, die da erzählt worden sind, was da an bösen Sachen gesagt worden sind über Abschiebung von deutschen Staatsbürgern und so weiter, von vorne bis hinten, sie sagen, es gelogen sind. Und genau heute hat der Herr Schramm, der Chef von dieser
Nichtregierungsorganisation oder vielleicht Regierungshilfsorganisation mit dem Namen Korrektiv, ein Gerichtsurteil akzeptiert, dass an so einem Kernpunkt, wo er an einem Kernpunkt zugeben musste, jawohl, das war gelogen. Alles bricht zusammen, aber die Öffentlichkeit in diesem Land wird gesteuert von einem politisch-medialen Komplex, wo die irgendwie alle untereinander vernetzt sind. Also symbolisch, die etablierten Parteien und ihre Helfershelfer schicken die allermeisten Leute in die Rundfunkräte. Der Uli Henkel, der war Rundfunkrat beim Bayerischen Rundfunk, der weiß das ganz genau. Die packen alle zusammen und sorgen dafür, dass abweichende Meinungen nicht vorkommen oder wenn sie vorkommen, dann immer mit so einem Touch, oh, da hat wieder jemand Dummes was Böses gesagt. Und auf diese Art und Weise kann man über all die Probleme, die unser Land hat, nicht mehr objektiv reden. Und das ist aber das Allerdringendste heute, dass wir objektiv über die Probleme in diesem Land reden können, ohne dass das gleich eine Frage von Gut und Böse wird, ohne dass jemand, der was sagt, seinen Job verliert oder gar verurteilt wird, weil er irgendein Wort gesagt hat, von dem er gar nicht wusste, dass es verboten ist. Wir sind in einer Moralisierungsrepublik, die ihre Probleme nicht mehr lösen kann. Und das muss aufhören. Wir brauchen objektive Medien. Wir brauchen einen öffentlichen Rundfunk, der erstens geschützt wird und zweitens dann für alle gleichermaßen die Meinungen verbreitet. Und wir brauchen dann eine Demokratie, in der alle gleichermaßen beteiligt werden. Ich weiß genau, im Bundestag ist das so. Alle Fraktionen haben einen Vizepräsidenten, steht sogar in der Geschäftsordnung. Welche Fraktion hat trotzdem keinen? Richtig, die AfD. Alle haben irgendwo in einem von den Ausschüssen einen Vorsitzenden. Und wer hat keinen? Genau. Wenn diese demokratische Teilhabe für die Bürger und auch für die gewählten Politiker wieder ordentlich funktioniert, dann haben wir auch ordentliche Diskussionen im Land. Und dann können wir auch die Probleme wieder lösen, anstatt schon das Gespräch über die Probleme zu unterdrücken. Und das ist der Punkt. Also ich sage, das ist eigentlich die oberste Auseinandersetzung, die über die Wiederherstellung einer fairen Demokratie. Dann geht es in unserem Land auch wieder weiter. Ja, genau, kann ich lauern hier schon. Danke auch für deinen Vortrag erstmal, aber auch bei dir noch zwei kleine Nachfragen, wenn du gestattest. Und zwar, du hattest eben schon das Thema Deutsche Bahn, Infrastruktur so ein bisschen angesprochen. Ich habe jetzt gerade einfach aus Interesse einmal kurz nochmal bei Google reingeschaut, das geht ja auch ganz einfach. Und da gibt es das Bewertungsnetzwerk Trustpilot. Das ist auch immer sehr zuverlässig und da hat die Bahn zu 93% 1 von 5 Sternen und viele sagen, die hätten am liebsten gar keinen Stern gegeben. Warum kriselt es denn so bei der Bahn? Der deutsche Staat unterstützt da finanziell ja auch schon ganz schön. Und man hört trotzdem jedes Jahr wieder, die Bahn steckt in einer finanziellen Krise. Ja, also der Kernpunkt für mein Verständnis ist der, dass man der Bahn im Moment viel zu viel zumutet und abverlangt im Vergleich zu dem, was das System Bahn, was die Infrastruktur tatsächlich hergibt, die man über lange Jahre schlecht behandelt hat. Da verabredet man und verspricht den Leuten ein 9-Euro-Ticket, das war jetzt vor 2 Jahren, und sagt, ihr könnt für 9 Euro durchs ganze Land fahren, jedenfalls in den Regionalzügen, und an vielen Stellen bricht der Verkehr einfach zusammen, weil die Leute in die Züge nicht reinkommen. Will die Bahn zusätzliche Züge fahren lassen? So viele Strecken haben wir gar nicht, funktioniert nicht. Und jetzt will das ja, 9-Euro-Ticket war ja nur für eine Zeit. Jetzt will man es ja permanent machen, mit diesem 49-Euro-Ticket oder Deutschland-Ticket. Das ist viel zu billig. Da müssen sie Milliarden nachschieben. Die Milliarden fehlen dann bei der Infrastruktur. Das Problem ist die Politik. Das Problem ist, dass die Politik viel mehr verspricht, was die Bahn können soll, als das, was die Bahn im Moment wirklich können kann. Und da liegt der Hase im Pfeffer. Ja, wenn dann die Rot-Grünen kommen und sagen, bis zum Jahr 2030 wird die Personenkilometerzahl, also wie viele Leute wie weit fahren, im Fernverkehr im Vergleich zu 2015 verdoppelt. Und der Güterverkehrsanteil von so 18% von allem Güterverkehr auf 25% erhöht.
Die versprechen das Blaue vom Himmel runter und es wird nicht funktionieren. Und die Mitarbeiter von der Bahn sind die allerdümmsten Opfer von dem Ganzen. Die geben sich mit viel Aufopferung her, das am Laufen zu halten, aber eigentlich wird auf ihrem Rücken ein Spiel gespielt, das nicht funktioniert. Ja. Die Aussichten bei der Bahn sind ja nicht so rosig. Jeder kennt in seinem Privatheim auch den besonderen Begriff Sanierungsstau. Dein Thema ist Infrastruktur in Deutschland. Gibt es da so eine Gesamtübersicht? Kannst du so mal grundsätzlich sagen, gibt es da vielleicht auch Zahlen, die dir gerade so im Kopf, wie die Infrastruktur, wie da der Sanierungsstau aussieht? Kriegen wir das überhaupt noch gelöst? Gibt es da eine Möglichkeit? Weil die sind ja schon immens. Was könnte die AfD da tun? Also das eine ist, es gibt Zahlen, manchmal braucht es eine Zeit, bis sie zusammengerechnet sind. Bei der Bahn ist die Rede von 80, 90 oder 100 Milliarden Euro Sanierungsstau. Bei den Straßen wird es nicht besser sein. Und bei den Stromnetzen ist das, wenn man die Energiewende so machen will, wie man jetzt verspricht, ist das der Nachholbedarf, was man bauen muss, noch viel größer. Da ist dann auch schon mal von 500 bis 750 Milliarden die Rede, die man da reinstecken müsste. Und wir sagen ja an vielen Stellen, lasst es bleiben. Ja, mit der Energiewende. Hört auf, so viel Geld auszugeben wegen der Migration. Dann ist auch mehr Geld übrig, um die Lebensader dieses Landes in Schuss zu halten. Und da liegt der Hase im Pfeffer, dass die Regierung aufhören sollte, den Leuten zu viel versprechen, wenn jemand hierher kommt, was er an Geld kriegt. Oder auch wenn jemand nicht arbeitet, was er an Geld kriegt. Nein, wir müssen unser Land in Schuss halten. Und eigentlich ist das eine ganz alte Wissenschaft. Und jetzt komme ich mit einem Wort, das überraschen wird. Die Forstwirte haben vor Jahrhunderten mal festgestellt, man darf nicht mehr Holz einschlagen, als nachwächst. Und sie hatten dafür einen Begriff, und der heißt Nachhaltigkeit. Und wenn wir unser Land nachhaltig bewirtschaften, nicht nur auf die Ökologie schauen, sondern auf unser ganzes Land, ohne die Natur kaputt zu machen, andere Sache, aber wenn wir wirklich nachhaltig wirtschaften, an die Zukunft denken, dann wird auch wieder ein Schuh draus. Ja, damit auch Dankeschön, lieber Wolfgang, an dich. Wir sehen uns auch gleich in der Fragerunde nochmal. Jetzt würde ich Gerold einmal auf die Bühne bitten. Er hat heute ein wirklich sehr interessantes Thema. Nicht, dass die anderen Themen weniger interessant wären, aber ich denke, das ist ein Thema, was uns alle wirklich sehr umtreibt in allen Bereichen. Lieber Gerold, Thema Ukraine, Bundeswehr. Ja, deine Bühne. Ich glaube, ich mache mir das Mikro wieder hier vorne dran. Dann habe ich ein bisschen die Hände frei und dann geht das auch. So, genau. So, ich glaube, bin gut zu verstehen. Ja, wunderbar. Mein Thema hat natürlich mit dem Ukraine-Krieg zusammenhängend. Und da fragt man natürlich auch, warum mache ich Ukraine-Krieg? Weil ich Mitglied im Verteidigungsausschuss bin. Und ich bin auch stellvertretendes Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Dann bin ich noch Sprecher im Bereich Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtweiterverbreitung, also der ganze Themenkomplex, den ich dort abdecke, hängt natürlich jetzt unmittelbar mit dem Ukraine-Krieg zusammen. Und das ist momentan auch das Thema, was wir hauptsächlich im Verteidigungsausschuss behandeln. Es hat sich so ein bisschen der Fokus da verschoben. Am Anfang haben wir fast 2 Stunden in der Sitzungswoche dann immer uns damit beschäftigt. Mittlerweile geht das schon etwas in den Hintergrund. Man merkt schon, die allgemeine Aufmerksamkeit bei dem Thema nimmt etwas ab. Wir sind mittlerweile über 2,5 Jahre dort in den Kriegshandlungen. Und da sehen wir, dass hier auch andere Themen in den Vordergrund kommen. Vor allen Dingen wollen wir sehen, was uns das Ganze kostet. Und Wolfgang hat es ja schon angesprochen, wir haben 2 Milliardenbetrag dort ausgegeben, und zwar aus dem Bestand der Bundeswehr. Wir haben also hier Waffen und Geräte an die Ukraine abgegeben, mittlerweile für über 13 Milliarden Euro. Und das soll mal ersetzt werden, das ist auch die Zusage an die Bundeswehr, die dort gemacht hat von Seiten des Kanzlers. Und dazu muss man wissen, dass es eben 2 Bereiche gibt, aus denen das finanziert wird. Die Bundeswehr finanziert sich aus dem Einzelplan 14, dem Verteidigungshaushalt. Und die Abgaben, diese Waffenabgaben und Munitionsabgaben in die Ukraine, werden aus dem Einzelplan 60, also aus dem Einzelplan Haushalt finanziert. Und
Da sehen wir jetzt, dass, was schon angesprochen wurde, dass hier natürlich auf einmal das Geld fällt in den Kassen, auf einmal auf ganz andere Bereiche zugegriffen wird und diese Finanzierung eben nicht mehr nur aus dem Einzelplan 60 stattfindet, sondern es werden auch kreative Möglichkeiten gesucht. Und da erinnern wir uns, dass Scholz ja am Februar 2022, also kurz nach Beginn des Kampfkrieges, der Kampfhandlung dort, eine Rede gehalten hat im Bundestag. Wir waren am Sonntag zu einer Sondersitzung dort und er sprach dann in seiner Rede von einer Zeitenwende. Er hat dann zwei Dinge dort angesprochen. Der eine Bereich war, also wir werden ein Sondervermögen auflegen, also 100 Milliarden. Sondervermögen ist so eine schöne Umschreibung, ein Euphemismus. Es sind 100 Milliarden Schulden außerhalb des Bundeshaushalts, die dort aufgenommen werden, die Kreditermächtigung. Und das Zweite, was er gesagt hat, wir werden 2% Ziel der NATO erreichen. Das heißt, 2% des Bruttosozialprodukts sollen für Verteidigung ausgegeben werden. Wir sind momentan irgendwo bei 1,5 Milliarden. Jetzt hat der eine oder andere vielleicht gelesen, dass gerade ging es für die Zeitung, dass Deutschland ja jetzt 2% Ziel jetzt auch in diesem Jahr erreicht hätte. Das erreicht man aber nur durch Taschenspielertricks. Denn der Verteidigungsetat ist nicht angewachsen. Er ist weiter mal 1,5%, also ca. 52 Milliarden in diesem Jahr. Aber man nimmt jetzt einfach das Sondervermögen, teilt das in 5-Jahres-Scheiben, die 100 Milliarden, und sagt, wir geben ja pro Jahr 20 Milliarden aus und dann erreichen wir die 2% und meldet das der NATO. Und dann hat man das 2%-Ziel erreicht. Das kann man natürlich machen, also 5 Jahre sind schnell rum, also es geht bis 2027. Und dann ist aber in der mittelfristigen Finanzplanung nichts abgebildet für den Verteidigungsetat, dass wir überhaupt in diese 2%-Region kommen. Das heißt, es müsste 20 Milliarden mehr für die Verteidigung ausgegeben werden im Etat. Mittlerweile sprechen schon ganz andere Kräfte davon, dass diese 2% auch nicht ausreichen werden. Denn hier werden ganz andere Dinge in den Raum geschoben, wenn wir erleben, dieser Krieg mit der fortschreitenden Dauer, sehen, welche Kosten dort entstehen. Mittlerweile will man eine, es gab gerade NATO-Tagen, beziehungsweise der Gipfel findet jetzt im Juni statt, 75 Jahre NATO. Und dort will man eine Verstetigung der Ausgaben haben von 40 Milliarden pro Jahr, die man für die Ukraine ausgeben will, für den Krieg in der Ukraine. Und das heißt für Deutschland natürlich auch immer ein großer Anteil. Dann ist dieser Ukraine-Krieg ja auch irgendwann zu Ende. Und du hast schon mal angesprochen, Habeck hat was von 400 Milliarden gesagt. Das bewegt sich eher am unteren Rand, was ich so höre, was dort an Zahlen morgen geht. Haben wir die jetzt noch in der Schwebe stehende Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Und die war jetzt auch schon zweimal in der Ukraine und hat ja immer dann sehr medienwirksame Auftritte gehabt. Und unter anderem hat sie natürlich auch dann Aussagen getroffen über den Wiederaufbau der Ukraine. Sie hat dann davon gesprochen, wir haben heute Abend schon den Begriff Nachhaltigkeit schon mehrfach gehört. Sie hat also auch davon gesprochen, dass die Ukraine nachhaltig wieder aufgebaut werden muss. Also schöner, neuer, ökologischer und was auch immer darunter beim Aufbau der Ukraine zu verstehen ist. Nur sie hat im vorletzten Jahr schon 650 Milliarden Euro dafür ins Spiel gebracht. Ich war bin auch mit in der Parlamentarversammlung der NATO, also dem NATO-Parlament, und wir haben dort immer einmal im Jahr im Herbst eine Tagung in Washington. Da hatten wir im letzten Jahr Vertreter von der Weltbank und vom Internationalen Währungsfonds da, die uns auch entsprechende Vorträge gehalten haben. Die sprachen auch davon, dass 750 Milliarden Dollar dort voraussichtlich gebraucht werden für den Wiederaufbau der Ukraine. Also das sind alles Mittel, die erst nach Beendigung des Krieges festgesetzt werden. Dann sehen wir im Moment, hat es eine Ratssitzung gegeben, also der Rat ist das Treffen der Staats- und Regierungschefs auf EU-Ebene im März. Dort hat man beschlossen, jetzt bis 2027, also in den nächsten 3 Jahren, 50 Milliarden Euro bereitzustellen für den laufenden Haushalt in der Ukraine. Das heißt, die Ukraine, wie alle wissen, ist pleite und lebt momentan nur von ständigen Zuströmen, Finanzströmen von zahlungswilligen Nationen. Eine davon ist Deutschland, die da auch entsprechend pro Monat hohe dreistellige Millionenbeträge an die Ukraine überweist. Daraus finanziert die Ukraine zum Beispiel ihre laufenden Ausgaben. Das bezahlen ihre Soldaten, ihre Banken, ihre staatlichen Verpflichtungen. Und das, dafür sind auch diese 50 Milliarden gedacht. Die gehen direkt 1:1 in den Haushalt und sind direkt auch verbraucht am Monatsende. Und das alles ist nicht als Kredit in der Finanzierung, sondern es sind Zuschüsse. Die sind weg, verbraucht und sind ausgegeben und auch werden in der Form auch nicht wiederkommen. Also das sind nochmal so schon mal die Ausblicke in die Zukunft. Aber was heißt es im Moment jetzt? Wir haben ja das Thema
Auswirkungen auf die Bundeswehr unmittelbar. Und da haben wir ja schon gesagt, dass wir für 13 Milliarden Waffen aus Beständen der Bundeswehr geliefert haben. Wenn wir uns da zurückerinnern, wie dieser Krieg begonnen hat, da gab es ja, ich habe das Vergnügen gehabt, mittlerweile in der Zeit, ich im Verteidigungsausschuss bin, 4 Verteidigungsministerinnen und Minister gehabt zu haben. Also es fing mit von der Leyen an, dann kam Karrenbauer, Lambrecht und jetzt Pistorius. Und wenn man dann mal so schaut, was da anhand, mit Beginn des Krieges war Lambrecht die Verteidigungsministerin und da kam dann die Aussage, also kurz vor Beginn der Kampfhandlung, ja, Deutschland würde ja die Ukraine auch unterstützen. Und sie hatten 5000 Helme geliefert. Das haben wir uns alle daran erinnert, war sie ganz stolz. Ich kann mich noch an die Sitzung erinnern, wie da ganz stolz dann vor die Presse ging, direkt einen Anbrandschuss an die Sitzung und das dann da gut getan. Damit ist man nicht weit gekommen mit 5000 Helmen. Das haben sie alle mitbekommen. Dann hieß es ja, wir müssen auch Waffen liefern. Und damit hat man sich von einem Grundsatz der Bundesrepublik verabschiedet. Und der war, Deutschland liefert keine Waffen in Spannungsgebiete, schon gar nicht in Kriegsgebiete. Also das ist mit einem Federstrich zur Seite gewischt worden, diese Politik, die wir hatten in dem Land. Und das sehen wir auch im Bundestag, alle Parteien, bis auf die AfD, die haben von Anfang an ganz dagegen ausgesprochen. Es gibt jetzt ja noch eine neue Gruppierung, die BSW, die das auch ablehnt, aber sicherlich aus etwas anderen Gründen, als wir es tun. Und das ist das Thema, was wir ständig haben. Deshalb werden wir auch stark angefeindet, weil wir uns mit dieser Position natürlich auch hier wieder mal mit einer eigenen Rolle darstellen. Wir sind Opposition und wir nehmen die Opposition auch wahr. Und wenn ich mir dann anschaue, wir haben ja noch eine zweite Oppositionspartei, die CDU, die wird ja auch nicht so wahrgenommen als Opposition, hat ihr Selbstverständnis noch nicht als Opposition gefunden. Die sehen sich immer noch so als Regierungspartei in Wartestellung. Und die unterstützen komplett alles, was die Regierung macht, was die Waffenlieferung angeht. Im Gegensatz, wenn ich im Verteidigungsausschuss sitze, sie sind sogar dann versucht, die Regierung noch vor sich herzutreiben, noch schneller, noch mehr liefern. Und da gibt es ja verschiedene Politiker, die sich ja dann sehr dafür aussprechen, diese Waffenlieferung schneller und mehr zu liefern. Der Bundespräsident hat vor kurzem von Kaliberexperten gesprochen. Da meinte er dann zum Beispiel Toni Hofreiter, der ja anscheinend jetzt auch sich da sehr schlau gemacht hat, was Waffen angeht. Der Mann hat selber nie gedient, hat aber Wehrdienst verweigert, ist aber jetzt einer der schärfsten Befürworter, diesen Krieg noch anzuheizen und Waffen in dieses Kriegsgebiet zu liefern. Und versucht sich natürlich auch zu profilieren. Er hat ja Hoffnung mal kurz, dass er zur EU wechselt, als Kommission, nicht als Kommissionspräsident, aber als ein EU-Kommissar. Aber jetzt wird wohl doch von der Leyen, wie sich so abzeichnet, doch wieder Kommissionspräsidentin werden. Und jetzt ist auch der Traum für ihn noch geplatzt, noch nach Brüssel zu gehen. Denn Minister ist er schon nicht geworden. Er ist jetzt gerade Vorsitzender vom Europaausschuss und wollte sich schon warmlaufen für eine Funktion in Brüssel. Und das klappt jetzt auch nicht, also werden wir ihn noch ein bisschen länger im Bundestag ertragen. Das ist der Treiber von den Grünen. Die Grünen sind ja besonders, da tun sich besonders hervor, was Waffenlieferungen angeht an die Ukraine. Aber wir haben auch andere, auch zum Beispiel aus der CDU. Da gibt es ja einen Abgeordneten Kiesewetter, auch ehemaliger Oberst der Bundeswehr und ist sich da auch besonders hervor hier in diesem Bereich, war einer der Vertreter, Stichwort Taurus, ging ja auch mehr durch die Presse, war vor einigen Monaten, das sind schon 2-3 Monate her, wo das mal sehr aktuell war, Deutschland sollte Taurus liefern. Taurus ist eine Waffe, die an ein Kampfflugzeug gehängt wird und dann in einer bestimmten Distanz vom Zielgebiet ausgeklinkt wird und sich dann selbstständig den Flugweg sucht und am Ende das Ziel autonom bekämpft. Hochwirksame Waffe, eine Reichweite von fast 500 Kilometern, hohe Durchdringfähigkeit, hohe Durchsetzungsfähigkeit. Aber der Bundeskanzler hatte sich dann dagegen ausgesprochen und wollte das. Und da muss ich noch erinnern, da gab es ja da eine Zoom-Konferenz, also eine Videokonferenz mit zwei Generälen aus dem Bundestag. Denn da war es sehr interessant. Scholz hatte sich gerade gegen diese Lieferung von Taurus ausgesprochen, weil er genau, und das sieht, und das teile ich auch in dem Punkt seiner Sicht, dass da hier ein Eskalationspotenzial besteht. Wenn wir solche Waffensysteme liefern, die tief innerhalb von Russlands Ziele angreifen können, die können in Moskau das Verteidigungsministerium angreifen, die können die Kreml attackieren. Und da kann sich jeder vorstellen, wie eine Reaktion darauf aussehen würde, wenn hier mit einer deutschen Waffe solche Ziele in Russland bekämpft werden.
Also das muss man sagen, ist vernünftig, dieses System nicht zu liefern. Aber wie gesagt, andere sind da ganz, ganz eifrig dabei. Dann gibt es ja das Kiesewetter. Aber dann gab es ja noch eine andere Person, die sich ja auch sehr stark für Waffenlieferungen ausspricht, aus der FDP. Meine bisherige Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Agnes Marie Strack-Zimmermann. Die hat ja mittlerweile Karl Lauterbach so als den Talkshow-König abgelöst. Die ist ja auch mehrfach im Fernsehen gewesen, hat sich da immer wieder sehr stark dort positioniert, auch sehr stark gegen den Kanzler auch opponiert, was die Unterstützung für die Ukraine angeht. Zum Glück ist sie jetzt weg, sie war Spitzenkandidatin für die Europawahl, für die FDP und hat sich dann in der letzten Woche verabschiedet von uns im Verteidigungsausschuss und ist jetzt dann demnächst in Brüssel, wo sie wahrscheinlich auch nicht leiser sein wird und dort ihren Kolleginnen und Kollegen auf die Nerven gehen wird, so wie der Kanzleramtsminister mal so bei einer internen Runde sagte, die Alte nervt. Und das kann sie jetzt dann in Brüssel entsprechend fortsetzen. Ja, aber wenn wir die Waffenlieferung nochmal anschauen, wie gesagt, ich hatte ja gesagt, Helme begonnen, dann hieß es auch einmal Defensivwaffen liefern wir nur. Dann fand man auf einmal 5000 Panzerabwehrwaffen noch aus Beständen der NVA, der Nationalen Volksarmee, also 30 Jahre nach Wiedervereinigung irgendwo in Depots noch Bestände gefunden, die man dann an die Ukraine geliefert hat. Auch das hat nicht lange durchgehalten. Dann hieß es auf einmal, ja, wir müssen vielleicht doch Angriffswaffen liefern. Dann war auf einmal die Rede davon, dass Artilleriegeschütze geliefert werden, Panzerhaubitze 2000. Dann entdeckte man auf einmal bei der Industrie interessanterweise, dass man noch Flugabwehrpanzer Gepard dort in den Beständen hätten, die man mit relativ einfachen Mitteln schnell wieder aufrüsten kann und auch der Ukraine liefern kann. Und da behauptete ja dann die damalige Ministerin Lambrecht bei einer Befragung im Bundestag, eine Frage von einem Kollegen von mir, das wäre ja gar kein Panzer, das wäre nur so ein System und die hätten zwei Rohre und die würden in die Luft schießen. Also, das war der Punkt, da hat man sich noch gewundert, den Begriff Panzer zu nehmen. Das hat man aber auch nicht lange durchgehalten, weil dann kam auf einmal der Begriff Schützenpanzer Marder und auf einmal der Leopard 2. Und man hat auch noch alte Bestände vom Leopard 1 in der Industrie gehabt, die dann auch geliefert worden sind. Also wir haben hier Panzer an die Ukraine geliefert. Und wenn wir sehen, sie haben hier eine Rutschbahn begonnen. Über Helme, Abwehrwaffen, Angriffswaffen, Kampfpanzer, wie gesagt, Taurus dann bisher nicht geliefert. Aber wir haben mittlerweile die Diskussion darüber, über Bodentruppen in diesem Bereich. Und das ist eine Thematik, die wieder eine neue Qualität in diesen Konflikt bringt. Die Diskussion wird in Deutschland nicht geführt, das muss man klar sagen. Ich kenne nur wenige und da ist wieder Kiesewetter einer von den Vertretern, die sich für deutsche Bodentruppen aussprechen. Auch interessanterweise der eine oder andere Vertreter bei den Grünen ist da sehr, sehr locker, was diese Thematik angeht. Ansonsten ist da doch noch eine gewisse Zurückhaltung zu spüren bei allen Parteien, weil jeder weiß, wenn das passiert, dann steigen wir in eine neue Qualität dieses Konflikts ein. Und das ist auch das grundsätzliche Problem, was wir bei der Diskussion haben in der Unterstützung für die Ukraine. Es wird immer nur rechtlich argumentiert, vor allem hier völkerrechtlich. Es wird heißt immer gesagt, ja, die Ukraine nach der UN-Charta, Artikel 51, ist es so, dass es das Recht auf kollektive Selbstverteidigung gibt. Und die Ukraine ist unter völkerrechtlichen Begriffen ein angegriffenes Land. Und deshalb dürfen andere Staaten dieses Land unterstützen in ihrem Abwehrkampf. Und das ist die ausschließliche Diskussion, die dort geführt wird. Dann gibt es noch den zweiten Bereich, der vor allen Dingen von den Grünen kommt, warum sie so für diese Unterstützung sind. Man wundert sich ja immer über die Grünen, wie flexibel die auch in ihrer Politik ja sind. Sie haben noch den Bundestagswahlkampf 2021 damit mehr oder weniger als ein Kernthema gehabt, keine Waffenlieferungen. Da ging es doch gar nicht so um die Ukraine, es war ja noch vor dem Krieg, aber da war immer die Position, und so habe ich die Grünen auch erlebt im Verteidigungsausschuss, sie haben immer sogar gegen Bewaffnungs- und Ausrüstungsprojekte der Bundeswehr gestimmt. Also sie waren immer auf der Seite, keine Waffen exportieren, stärkere Exportkontrollen einzuführen, da war immer die Position. Und jetzt sind sie auf einmal voll dabei. Und sie kommen vor allen Dingen dort immer mit der moralischen Argumentation. Sie kommen dort her und sagen, ja, die Ukraine ist der überfallene Staat, es ist so, die Grünen wären immer auf der Seite der Schwachen gewesen und dadurch, dass sie die Ukraine eben hier in der Position ist, ist überfallen, deshalb
unterstützen die Grünen die Selbstverteidigung der Ukraine. Ist der Punkt. Aber es wird eigentlich nie diskutiert bei uns, dass es eben in diesem Krieg natürlich auch um geostrategische Interessen geht, dass hier geopolitische Gesichtspunkte eine Rolle spielen, dass es hier Interessen gibt von Amerikanern, dass es Interessen von, da geht es um Rohstoffe, es sind wirtschaftliche Interessen, die dort eine Rolle spielen, die diesen Krieg mit befeuern, beziehungsweise den Krieg eigentlich erst ermöglicht haben. Aber die werden natürlich hier sehr, sehr verschämt diskutiert. Wir haben es in Deutschland eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gelernt, in diesen Kategorien überhaupt zu denken. Und lassen uns da in dem Punkt auch sehr, sehr stark treiben. Die Politik, die Entscheidung über Unterstützung der Ukraine werden vor allen Dingen in Washington fallen, die dort, die fallen auf NATO-Ebene. Da sind die Amerikaner immer noch die dominierende Nation, die da klar den Kurs vorgibt. Ich war gerade vor 14 Tagen in Sofia bei der Frühjahrstagung der NATO-Parlamentarischen Versammlung. Da war Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, auch zugeschaltet. Und da ging es ja zum Beispiel bei dem Thema darum, jetzt mit den aus dem Westen gelieferten Waffen auch russisches Gebiet anzugreifen. Bisher war die Einschränkung für die Ukraine, die Waffen, die geliefert werden, dürfen nur innerhalb des Territoriums der Ukraine eingesetzt werden, also auch in den besetzten Gebieten, also in Donetsk zum Beispiel oder auf der Krim. Und man hat natürlich gesehen, dass die Russen eine Offensive im Raum Kharkiv gestartet haben und dort sind sie sehr stark in die Defensive gekommen auf der ukrainischen Seite und dann hieß es, wir brauchen jetzt unbedingt ja die Freigabe, dass die auch dort Ziele in Russland angreifen können. Das war dann auch innerhalb weniger Tage, nachdem in Moskau, in Washington das durchging und Biden dem zugestimmt hat, haben auch andere Staaten dann das erlaubt. Also auch jetzt schießt auch deutsche Artillerie auf russisches Gebiet und sind dort mit im Einsatz. Also das ist dort sehr schnell gekommen. Und dann war bei dieser Versammlung auch noch eine Resolution. Es ist also immer so, es wird dort eine Resolution am Ende verabschiedet, die dann praktisch für den nächsten NATO-Gipfel so einen beratenden oder ja, einen Tagesordnungspunkt liefert, die dann auch auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs dann verabschiedet werden soll. Und da war eine, und zwar eigentlich die Resolution, die dort verabschiedet wurde, war unter dem Titel Support to Ukraine until Victory. Also Unterstützung für die Ukraine bis zum Sieg. Sie haben nicht Endsieg gesprochen, aber sie haben zumindest vom Sieg der Ukraine dort gesprochen in der Resolution. Und das war interessant, das Abstimmungsverhalten, wenn man das sich da mal angeschaut. Ich bin der Teil der deutschen Delegation, wir haben also 12 Vertreter aus dem Bundestag, ich bin der AfD-Vertreter dabei und es sind Kollegen aus dem Bundesrat mit dabei, 6 Bundesratsminister in der Regel, die Innenminister von verschiedenen Ländern und diesmal war die Beteiligung nicht so groß, war nicht sehr vollzählig, aber immerhin. Und dann wurde diese Resolution verabschiedet und Unterstützung bis zum Sieg. Und dann war es interessant. Es war eine fast einstimmige Zustimmung zu dieser Resolution. Es gab wenige Enthaltungen und es gab eine Gegenstimme. Und die Gegenstimme kam von mir. Und zeigt sich auch wenn man keine Mehrheiten hat, man kann aber trotzdem Signale setzen, weil das hat doch für sehr viel Gesprächsstoff gesorgt, weil ich bin auch dadurch mit sehr vielen auch Kollegen aus anderen Ländern in den Dialog gekommen und mir dann der eine oder andere auch sagte, ja, hätten wir auch gerne gemacht, aber wir waren jetzt in der Delegation und wir hatten mit unserem Koalitionspartner und dann wird man dann, wie dann der eine oder andere dann doch um die Ecke kommen und sagt, naja, hätte ich alles gerne gemacht, aber leider waren die Sachzwänge, aber wollte ich sagen, dass wir das eigentlich auch mit unterstützen. Und das erlebe ich auch, dass diese Unterstützung mittlerweile bröckelt. Es ist nach außen hin, wird immer die Fassade gestellt, ja, die NATO unterstützt, der Westen steht hier geschlossen, aber wir sehen, dass in diesem Krieg der Westen eben nicht mehr geschlossen steht. Wir haben jetzt gerade eine Friedenskonferenz in der Schweiz gesehen, wo zum Beispiel die eine der Kriegsparteien in Russland nämlich gar nicht eingeladen war. Ein interessantes Konstrukt, so eine Konferenz dort zu machen. Und dass auch viele Staaten, also 14 Staaten von den eingeladenen Staaten, die diese Abschlusskommuniqué gar nicht unterzeichnet haben. Also das sehen wir hier, erlebe ich es seit mehreren Monaten, dass das hier bei vielen Staaten eine Kriegsmüdigkeit da ist, dass hier die Unterstützung langsam bröckelt, dass man eine politische Lösung dieses Konflikts sucht. Etwas, was wir als AfD von Anfang an gesagt haben, wir müssen eine diplomatische Lösung für diesen Konflikt finden. Und je länger dieser Konflikt mit Mitteln von außen, sei es finanzielle Unterstützung oder militärische Unterstützung, am Laufen gehalten wird, desto weiter wird das in die Ferne rücken.
Also das ist so der ganze Komplex gewesen, was liefert die Bundeswehr. Und dann haben wir noch eine weitere Auswirkung dieses Konfliktes in der Ukraine, des Krieges dort. Jetzt ist so die Haltung ja entstanden, dass man sagt, ja, Russland ist wieder eine Bedrohung für den Westen. Es gab im vorletzten Jahr eine NATO-Konferenz in Madrid, der Gipfel hat ein neues strategisches Konzept der NATO beschlossen. Und dort heißt es jetzt, dass Russland eine direkte Bedrohung für die NATO darstellen will und interessanterweise China als strategischer Rivale identifiziert wird auf der Ebene. Das gleiche gibt es auf europäischer Ebene auch, da hat man einen sogenannten strategischen Kompass gemacht und da ist es so, dass genau die gleichen Ergebnisse im Grunde rausgekommen sind, Russland direkte Bedrohung für die EU und China strategische Rivale für die EU. Und das muss man natürlich sehen, dass man, wenn man die NATO jetzt fragt, warum China jetzt die Bedrohung für die NATO ist, die ja eigentlich das nordatlantische Verteidigungsbündnis ist, dann wird es immer so ein bisschen dünn, was man da so an Argumenten bekommt. Dann heißt es, naja, wir haben heute Cyber und wir haben heute Space und deshalb kann man das nicht mehr so lokal begrenzen. Aber hier sieht man ganz klar, dass die amerikanische Sichtweise auch auf die NATO übertragen wird. Die Amerikaner sehen China als Rivalen, haben Russland immer als Rivalen gesehen und das wird sich natürlich dann eben auch auf die NATO eben auch übertragen. Aber eine unmittelbare Auswirkung jetzt daraus ist dann für verschiedene Länder gewesen, dass sie sich wieder mit dem Thema Wehrpflicht beschäftigen. Sehen wir, Schweden hat das schon einige Zeit eingeführt, schon nach 2014, nach der Krim. Wir haben ja auch in der NATO gesehen, dass es zwei neue Länder gibt seit diesem Krieg, dass wir die Schweden dabei haben und dann die Finnen mit eingetreten sind. Und auch in Deutschland hat die Diskussion über die Wehrpflicht wieder Fahrt aufgenommen. Wir haben es in unserem Grundsatzprogramm von Anfang an drin gehabt, wieder eine Setzung der Wehrpflicht. Die ist ja momentan nur ausgesichtet, dass wir eigentlich nur ein einfaches Gesetzgebungsverfahren, die wieder in Kraft zu setzen. Man hat aber, und das ist ja das Interessante, es war ein CSU-Verteidigungsminister, der die Wehrpflicht ausgesetzt hat. War Karl Theodor zu Gutenberg. Und der hat nicht nur die Wehrpflicht ausgesetzt, er hat das gesamte System der Wehrpflicht zerstört. Wir haben keinerlei Wehrerfassung mehr. Früher war es so, mit 17 wurden junge Männer erfasst, mit 18 gemustert und mit 19, wenn sie entsprechend tauglich waren, eingezogen. Es ist alles aufgelöst worden. Es gibt keine Kreiswehrersatzämter mehr, es gibt keine Musterungsbehörden in diesen Formen auf Kreisebene, ist das ganze System komplett verschwunden. Man hat natürlich dann die Kosten, die so ein System mit sich bringt, natürlich gerne reduziert, hat es eingeschrieben, Stellen eingespart, Personal umgesetzt und in anderen Bereichen dann entsprechend eingesetzt. Und das System muss man erstmal wieder aufbauen. Jetzt gab es in der letzten Woche dann eine Entscheidung, die sich schon seit einiger Zeit abgezeichnet hat. Pistorius war bei uns am Mittwoch im Verteidigungsausschuss und hat uns dann sein neues Wehrdienstkonzept, er hat nicht von Einführung der Wehrpflicht, sondern das neue Wehrdienst heißt es jetzt. Das heißt nicht Wehrpflicht, die Wehrpflicht ist immer noch ausgesetzt, aber ein neues Wehrdienstkonzept. Und das lehnt sich jetzt stark an das schwedische Modell an, im Grunde eine Art Freiwilligenmodell, weil die Bundeswehr hat momentan ein massives Nachwuchsproblem, sie kriegen nicht genug Freiwillige, seitdem die Wehrpflicht weg ist. Und sie will jetzt ein Modell einführen, dass mit so Fragebogen an alle 18-jährigen Männer geschickt wird, weil momentan die Verfassungslage so ist, dass nur Männer zum Wehrdienst eingezogen werden könnten. Und Frauen bekommen es auch, 18-jährige Frauen bekommen es auch. Die Männer, für die wird es verpflichtend, diesen Fragebogen auszufüllen online, diesen Fragebogen, und für die Frauen ist das freiwillig. Und man hofft daraus, dass man ungefähr pro Jahr 30.000 Interessenten bekommt, die dann ankreuzen auf einer Skala von 0, also ich will überhaupt nicht zum Wehrdienst, bis zu 10, ja, ich will unbedingt Wehrdienst machen. Und aus diesen schaut man dann, welche beruflichen Qualifikationen sind da, wen braucht die Bundeswehr. Und aus dem Pool will man dann ungefähr 30.000 pro Jahr mustern. Man möchte erreichen, dass man 5.000 mehr an Freiwilligen bekommt und darauf in den nächsten Jahren vom Stand jetzt 180.000 der Stand Bundeswehr auf 203.000 Bundeswehrsoldaten kommt. Das ist so das Konzept, man hofft eben darauf, man muss auch diese ganze Struktur wieder aufbauen. Also 5.000, wenn im nächsten Jahr 5.000 neue dazugeben, wäre schon ein Riesenproblem.
Problem für die Bundeswehr, weil es kaum noch Kasernen dafür gibt. Wir haben nicht genügend Ausbilder dafür. Das ist ja alles, müssen Sie aus dem laufenden Betrieb nehmen. Die Infrastruktur, habe ich heute schon darüber gesprochen, auch bei der Bundeswehr ist über Jahre nicht investiert worden. Verfallende Infrastruktur, verfallende Kasernen. Da müssen Räumlichkeiten wieder geschaffen werden und überhaupt 5.000 und dann mittelfristig auf die 200.000 zu kommen. Und man will dann auch noch zusätzlich weitere 60.000 Mann beordern, also dass die als Reservisten dann üben und daraus sich insgesamt in den nächsten Jahren ein Konzept von 200.000 Reservisten in Deutschland aufbauen. Dass man also insgesamt, also wenn es zu einer Mobilmachung käme, so irgendwo bei 460.000 Soldaten und Soldatinnen dann kommen würde. Das ist so die Idee. Kostet einige Milliarden extra, also wir haben ja heute schon die großen Zahlen gehört hier von Wolfgang. Auch da wird es erhebliche Investitionen geben. Zusätzlich gab es in der vergangenen Woche noch eine Innenministerkonferenz, weil die sind zuständig für den Zivilschutz. Und das Zweite, was man aufgegeben hat in diesem Land, ist die komplette Zivilverteidigung. Wir haben keine Schutzräume, wir haben keinerlei Erfassung mehr von Straßen mit Belastung. Früher stand an jeder Brücke ein gelbes Schild, mit wie vielen Tonnen welches Fahrzeug über diese Brücke fahren durfte. Das war alles genau kartografiert, war festgelegt, man wusste, wo man einen Leopard-Panzer fahren lassen kann, über welche Strecke und welche Strecke nicht. Das muss alles wieder aufgebaut werden. Man muss die Krankenhäuser wieder drauf bereiten, auf Großlagen, dass man dort auch entsprechende Kapazitäten hat, dass man Notversorgung durchführen kann. Also das sind Dinge, die hier in Angriff genommen werden müssen. Man muss die Infrastruktur, das ist auch schon angesprochen worden, auch kriegstauglich machen. Denn das ist mittlerweile der Begriff, um den es hier geht. Der Verteidigungsminister spricht nicht von Verteidigungsfähigkeit des Landes herstellen, wie es eigentlich Verfassungsauftrag ist, sondern davon, Deutschland kriegstüchtig zu machen. Und das ist die Wortwahl. Und ich kann nur sagen, da kommt nochmal eine Riesensumme an Kosten auf unser Land dazu. Und interessanterweise, Schuldenbremse wurde schon mal angesprochen, hört man auch von Kollegen von der CDU, die ja davon ausgeht, dass sie demnächst den Kanzler stellt, auch schon Überlegungen, die jetzt noch so ein bisschen unter der Decke gehalten werden. Momentan spricht sich die CDU ja auch noch gegen die Schuldenbremse aus. Aber das ist eine rein taktische, das dagegen aussprechen. Das geht nur darum, nach dem Motto, wir überlassen doch nicht der FDP das Feld hier, dass Lindner sich hinstellen kann und die FDP die einzigen Verteidiger der Schuldenbremse sind. Sagt der CDU ganz locker, als wenn in Sofia waren, so mal so im Nebensatz, sie unterhält sich ja auch mit Kollegen. Und da können wir es auch einstellen. Und da sind Summen. Und der sprach davon, naja, für alleine für die Bundeswehr, also ich habe hier mal ein paar Dinge skizziert, was so in der Pipeline ist, da sind Summen von 300 bis 400 Milliarden Euro im Gespräch für ein Sondervermögen. Und das wird dann nicht nur, wie ich die Politik ja kenne, werden dann doch viele andere Wünsche auch noch mit in dieses Paket kommen, bevor dann zugestimmt wird, eine größere Summe nochmal für die Bundeswehr und für die Zivilverteidigung auszugeben, wird man auch noch da einige Wunschpakete noch aus dem Umweltschutzbereich und aus verschiedenen anderen Töpfen dann mit dort reinpacken. Und dann werden wir erleben, dass wir noch, und da gehe ich fest davon aus, dass wir demnächst dann noch in der neuen Legislaturperiode in dieser Größenordnung auch noch eine Dimension sehen und ein weiteres Schuldenpaket bekommen und keine Sondervermögen. Ja. Vielen Dank. Jetzt mal so ein fieses Knacken in den Mikrofon drin. Und bevor ihr beiden jetzt auch noch hier nach vorne kommt, Gerold, auch an dich, zwei Fragen. Es wird ja immer, du hattest eben schon gesprochen, es wird immer rechtlich argumentiert. Die Frage ist, wie bindend ist denn das Recht der NATO oder der UN für Russland? Weil es wird immer gesagt, naja, was wir machen, das gefährdet ja nicht den Plan, uns nicht als Kriegspartei ansehen zu lassen. Aber wie verbindlich ist das? Kann Russland nicht einfach sagen, es ist uns jetzt egal, was ihr meint, wir finden jetzt eine Kriegspartei, also los geht's? Ja, genau das ist der Punkt. Das heißt ja mal, Russland hat einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg begonnen. Das ist per Definition auch richtig nach der UN-Charta. Wenn jetzt ein Land, das einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg begeht, dann ist ja nicht zu erwarten, dass es sich dann weiter auch an dieses Völkerrecht hält, weil nach Völkerrecht, hatte ich ja schon gesagt, ist es möglich, im Rahmen der kollektiven Selbstverteidigung ein angegriffenes Land zu unterstützen. Wenn
der Angreifer aber sagt, also wenn du das machst oder wenn du diese Eskalationsstufe eingehst, also ich lasse zu, dass du Waffen lieferst, aber die rote Linie sind Bodentruppen für mich und dann attackiere ich dich oder ich werde dann gezielt deine Kräfte dort angreifen, dann ist das die Sache desjenigen, der das entscheidet. Und das kann Russland dann selbstverständlich entscheiden. Es gibt mittlerweile, die Diskussion wird gefährlich, weil hier sind wir bei dem Punkt, da momentan passt es. Also man kann als Westen die unterstützen, aber es kommen mittlerweile ganz absurde Gedanken dort in dieses Spiel rein. Also das sind vor allen Dingen Staaten aus Polen, also den baltischen Staaten Polen, die da sich da sehr hervortun. Da kam dann zum Beispiel die Idee aus Polen, ja, wir haben doch Luftabwehrsysteme, wir sehen die ganzen russischen Luftkriegsmittel, die in die Ukraine fliegen, die von Russland kommen, wir könnten die ja mit unserem System abfangen im ukrainischen Luftraum. Das wäre ein Kriegsgrund. Das wäre eine direkte Konfrontation, in dem Moment, wo sie ein Wirkmittel eines Staates mit eigenen Wirkmitteln angreifen, ist das ein kriegerischer Akt. Dann haben sie den direkten Krieg mit Russland in dem Moment. Es gibt Überlegungen, No-Fly-Zones einzuführen, also Flugverbotszonen über der Ukraine. Dann will ich den ersten sehen, der mit einem westlichen Flugzeug, ein russisches Flugzeug dort abschießt. Dürfte auch die nächste Stufe sein für einen direkten Krieg. Dann gibt es Überlegungen, Luftabwehrsysteme, westliche Luftabwehrsysteme in die Westukraine zu lenken, um dort den Luftraum zu schützen und damit man ukrainische Luftabwehrsysteme in den vorderen Bereich bringen kann. Ist aber auch wieder der Punkt, in dem Moment, wo so ein System, was in der Westukraine ein russisches Wirkmittel abschießt, ist eine direkte Konfrontation. Also das sind Überlegungen, die da mittlerweile laufen. Das ist also nicht nur, dass es um Bodentruppen geht, sondern bewegen wir uns auf ganz, ganz dünnem Eis, weil natürlich bei diesem Konflikt eine Situation eintritt, die dahin geht, dass man sagt, im Westen, wir dürfen diesen Krieg nicht verlieren. Der Westen verliert sein Gesicht. Wir sind schon aus Afghanistan geworfen worden. Wenn wir hier jetzt auch noch in die Ukraine oder die Ukraine am Ende diesen Krieg verliert gegen Russland oder wir es zulassen, dass in Europa Grenzen verändert werden mit militärischen Mitteln, dann verlieren wir die Glaubwürdigkeit. Solche Argumente kommen dann auch. Also deshalb sind wir momentan in einer durchaus kritischen Phase in diesem Krieg, den man nicht unterschätzen darf. Ich hätte vor einem Jahr anders argumentiert, aber was ich erlebe aus meinen ganzen Gesprächen und Erfahrungen in dem Umfeld, in dem ich bin, mache ich mir heute mehr Sorgen, als ich sie vor einem Jahr hatte. Ja, dann noch eine Frage, vielleicht kannst du noch mal kurz skizzieren. Ich denke, das Wort Staatsversagen gibt es nirgendwo oder ist nirgendwo betreffender als bei der Beschaffungspolitik der Bundeswehr. Es gibt ja jetzt dieses Sondervermögen, was für die Truppe freigemacht werden sollte. Ich hatte auch mit vielen Kameraden von mir damals gesprochen, aus der Bundeswehrzeit, die jetzt noch aktiv dabei sind. Die sagen, es hat sich geringfügig an der Ausrüstung ein bisschen was getan, aber der große Glaube ist es nicht. Was ist denn mit dem ganzen Geld? Warum funktioniert es nicht? Und warum werden unsere Soldaten einfach nicht elementar besser ausgestattet, trotz dass gesagt wird, wir wollen mehr lernen? Ja, zum Teil wird das Sondervermögen, weil es wird schon einiges an Gerät beschafft. Nur haben ja, als dann dieses Sondervermögen ins Spiel kam, viele gedacht, vor allen Dingen auch seitens der deutschen Wehrtechnikindustrie nach dem Motto, prima, jetzt kommen die Aufträge, jetzt geht es hier in Deutschland wieder aufwärts. Denn wir haben über Jahre unsere Industrie ja kaputt gemacht. Wir haben an Aufträgen gespart, man hat diese Friedensdividende für andere Dinge ausgegeben und hat das nicht mehr in Verteidigung investiert. Und dadurch haben viele Unternehmen gesagt, gut, das lohnt sich nicht mehr, wir gehen aus diesem Sektor raus und haben dann eben die Produktion eingestellt. Und hatten dann natürlich gehofft, dass von den 100 Milliarden viel auch in die deutsche Volkswirtschaft kommt. Jetzt haben wir aber gesehen, als erste was war, wir haben F-35 in den USA beschafft, knappe 8 Milliarden. Wir beschaffen den schweren Transporthubschrauber Boeing auch in den USA, 5,5 Milliarden. Wir beschaffen Seefernaufklärer Poseidon auch bei Boeing, auch ungefähr 2 Milliarden Umfang. Und Patriot-Raketensysteme, jede Menge kommt dort. Also das ist schon eine Summe von über 25 Milliarden, die erstmal in die USA geht, von diesen 100 Milliarden. Dann der nächste große Kunde oder Block, der dort ist, wir beschaffen ein Raketenabwehrsystem, das System Arrow 3 gegen ballistische Bedrohung. Das wird in Israel beschafft, auch nochmal über 6 Milliarden, die dann dorthin gehen. Dann ist von den 100 Milliarden, das sieht natürlich auch auf den ersten Blick viel aus, wir haben eine hohe Inflation, das werden also, und wir zahlen auch auf viele Dinge Mehrwertsteuer,
effektiv ausgabewirksam werden nur ca. 70 Milliarden sein von dem Ganzen. Und wenn wir sehen, dass wir schon die ersten 30 Milliarden weg haben, bleiben also ungefähr 40 für die deutsche Industrie. Wir haben jetzt gerade gesehen, heute unterschrieben einen Rahmenvertrag mit der Firma Rheinmetall über 8,5 Milliarden Euro für Munition, also vor allen Dingen im Bereich 155 mm Artilleriegeschosse werden dort beschafft. Da geht also schon mal ein dicker Brocken in diesem Bereich. Es wird jetzt um Iris-T, ein neues Luftabwehrsystem für die Firma Diehl in Nürnberg, die das baut. Also da geht jetzt schon ein Teil auch an die deutsche Wirtschaft, aber nicht in dem Größenordnung, den man erwartet hat. Ja, entschuldigen Sie, dass das zwischendurch so ein bisschen knickert und knackt, aber da kann ich nichts machen. Ich kann kurz nur noch mal anmerken, der Techniker hat den Saal fluchtartig verlassen und uns angekündigt, er würde den Abend nicht hier verbringen, weil die AfD zu Besuch ist. Das hätte er vorher nicht gewusst. Er sagt, er stellt das Gerät hin und dann ist das unser Abend und unser Problem. Ja, wie gesagt, entschuldigen Sie, wir machen das Beste draus, auch die Zuschauer zu Hause, wenn es da mal im Ton knackt irgendwo, tut uns leid, wir können es nicht ändern, wir haben keinen Techniker, der sich da aus Anlage auskennt. Ja, danke, lieber Gerold, auch an dich und ich würde jetzt die anderen beiden Referenten... Und wir würden jetzt so verfahren. Ich würde, wenn Sie eine Frage haben, einmal kurz die Hände hochhalten oder eine Hand oder wie auch immer. Und ich eile zu Ihnen und würde Ihnen das Mikro bringen und Sie können dann Ihre Frage loswerden. Wo war denn jetzt die erste Hand? Wir fangen einfach mal hier. Ladies first. Also, was haben Sie davon, dass Putin gesagt hat, er beliefert jetzt verschiedene Länder, also Länder, auch vielleicht Israel oder so, keine Ahnung, mit seinen Waffen und Länder, die sollen dann vielleicht und oder auch die USA angreifen von irgendwie. Also ich habe es schon so verstanden, ob jetzt Putin auch dann irgendwann uns direkt angreifen würde oder die USA. Oder ein paar Länder beliefert würde, die uns dann quasi. Wenn ich es richtig verstanden hatte, ne? Ja. Dass Putin andere Länder beliefert, die dann quasi... Die dann uns, ja. Aber das kam ja mal, das kam mal kurz auf. Ich sehe im Moment nicht ein Land. Es ist was, wo ich natürlich was sehe, was Russland natürlich machen kann, wo auch eine Möglichkeit hat. Da kann natürlich Terrororganisationen unterstützen, die dann mit Waffen, mit logistischer Unterstützung durchaus hier in den Staaten, die Ukraine unterstützen, auch entsprechende Anschläge begehen kann. Ich sehe keine... Momentan noch nicht das Bestreben. Es wird hier jetzt mal so der Eindruck erzeugt. Das war Pistorius, hat uns auch erzählt, dass Russland uns in 5 Jahren die NATO bedrohen könnte. Also würden wir aufrüsten und dann werden die NATO-Staaten bedroht. Das sehe ich im Moment überhaupt nicht. Das ist, hier geht es um den Konflikt in der Ukraine und hier geht es nicht darum, was immer wieder unterstellt wird, hier, dass Russland hier wieder imperiale Ideen hat, um jetzt hier irgendwo sich ein neues Sowjetreich aufzubauen. Ja. Das wird sich. Natürlich andere Länder, so wie wir das machen. Wie wir die Ukraine beliefern gegen Russland, und dann beliebt er mit anderen Ländern gegen die USA oder eben gegen uns, gegen welche Mächte. Dazu hat er im Moment nicht die Möglichkeit. Momentan braucht er jede Waffe selber, jede Munition selbst für seine eigene Armee. Und er kann sicherlich in einem kleinen Bereich was machen, was ich schon dargestellt habe, bestimmte Gruppen unterstützen, die hier Terroraktionen machen, um auch Unsicherheit zu erzeugen. Aber einen militärischen Angriff, ich sehe auch kein Land, was er dort unterstützen könnte im Moment, das dann in der Lage wäre, mit Waffen gegen die NATO zum Beispiel zu kämpfen. Okay, wir gehen einmal zur nächsten Frage. Ich werde hier einmal. Ich habe eine Frage. Und zwar,
Was? Hier? Muss ich auf den Knopf? Ich kann noch einsprechen. Ja. Betreffs Energie. Und zwar, ich sehe in meinem Wohngebiet immer mehr so kleine Balkonkraftwerke, sogenannte. Ist das für einen eigenen Stromverbrauch oder schießen die den Strom auch ins Netz um die Mittagsstunde? Ja, die dürfen beides machen, natürlich. Die sind primär gedacht, dass die Leute damit ihren eigenen Bedarf zum Teil decken, wenn sie Batteriespeicher haben. Aber die können natürlich auch in das Netz einspeisen. Und das ist natürlich Teil des Problems. Man hat auf diese Art und Weise Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Kleinstkraftwerken, die in das Netz einspeisen, die nicht in Phase sind und die Netzfrequenz natürlich auf diese Art und Weise sehr stark belasten. Also das ist Fortschritt. Es mag für den Einzelnen interessant sein, sich sowas anzuschaffen, da kann man Geld sparen als Einzelner. Volkswirtschaftlich gesehen ist es mit Verlaub wieder kein Blödsinn. Und ja, was mich persönlich betrifft, diese Solarkraftwerke, die schwarzen Platten heizen sich ja mächtig auf. Ja, in der Landschaft oder wie auch immer. Und wenn die Dame unter mir so ein Ding installiert, wird es in meiner Loggia noch heißer. Muss ich das hinnehmen? Da müssen Sie natürlich mit Ihrem, weißt du, also Wohnungsbaugenossenschaft oder so. Nee, das sind Eigentümer. Also das ganze Haus hat verschiedene Eigentümer. Die unter mir ist Eigentümerin und hat jetzt mal laut nachgedacht auf der letzten Eigentümerversammlung. Das will aber auch so bloß nachgedacht werden oder das ernsthaft in Erwägung gezogen. Aber bei mir läutet die Alarmglocken, das wird dann heiß bei mir. Also die Bundesgesetze erlauben natürlich das Anschließen von Balkonkraftwerken, aber ich glaube, das, was Sie ansprechen, das hat was mit dem kommunalen Bebauungsplan zu tun. Das müsste auf der untersten Ebene und dann das, also auf kommunaler Ebene bestimmt sein, ob das zulässig ist oder nicht und welche Möglichkeiten, welche rechtlichen Möglichkeiten Sie dagegen haben. Ich glaube, der Bundestag ist nicht der richtige Ansprechpartner. Der Bundestag ist nicht der richtige Ansprechpartner. Das wird auf kommunaler Ebene, also bei der Stadt München, aller Wahrscheinlichkeit nach bestimmt in den Bebauungsplänen, was zulässig ist, was nicht. So, die nächste Frage haben wir dann hier vorne in der zweiten Reihe. Ja, lieber Wolfgang, zunächst aber an dich eine kurze Frage. Und zwar geht es um diese Thematik Kernkraftausstieg. Und wir haben ja in letzter Zeit gehört, dass es da also Berichte gab, die sehr stark, wie soll ich sagen, beeinflusst wurden. Man könnte auch von Manipulation reden, quasi, dass das Weiterlaufen der letzten Kernkraftwerke wohl kaum möglich sei. Da ist also wohl im Wirtschaftsministerium, was ja auch für die Kernkraft zuständig ist, sehr viel rumgemacht worden, bis am Schluss irgendwie die Unmöglichkeit demonstriert wurde. Würde ich gerne von dir wissen, ob du dazu noch ein paar Sachen sagen kannst, weil ich selber war in der Anhörung hier im Bayerischen Landtag und da hat E.ON, die Vertreter von E.ON, Preußen Elektra, die hier das Kernkraftwerk Isar 2 betreiben, gesagt, selbstverständlich können wir jederzeit weiterlaufen lassen. Wir müssen nur Kernbrennstäbe jetzt bestellen in Kanada, dann ist es überhaupt kein Thema. Und jetzt wird ja so behauptet, man hätte gesagt, es sei nicht möglich. An den Rainer die eine Frage deshalb noch, du sagtest ja, wir wissen alle, was die Dunkelflaute ist und das Gegenteil ist, Wind scheint, Wind weht und die Sonne scheint, wir haben zu viel Strom, negativer Strompreis. Wie weit sind wir, weil das wäre ja die alte AfD ist ja nicht gegen erneuerbare Energien, sondern nur für einen gesunden Energiemix. Wie weit sind wir in Hinsicht auf die Speichertechnologien? Das wäre, glaube ich, extrem wichtig, weil wenn ich sehr, sehr viel Strom plötzlich im Netz habe und ich hätte eine Möglichkeit, den zu speichern, wäre das natürlich eine tolle Sache. Und an den Gerold die Frage, ganz wichtig auch, wie hoch ist ungefähr, also in der EU ist unser Anteil etwa 27-28%, wird bezahlen, wie hoch ist der deutsche Anteil innerhalb der NATO, Punkt 1. Zweitens, wir sind eine Parlamentsarmee und wir sind eigentlich eine Verteidigungsarmee, wie hoch müsste der Prozentsatz am BIP sein, wenn wir uns wirklich nur auf die Aufgabe Verteidigung des eigenen Landes und Bündnisfall konzentrieren würden. Vielen Dank. Ja, Uli, danke für deine Frage. Die Manipulation durch die Grünen in der Bundesregierung ist tatsächlich skandalös und es wird ja auch einen Untersuchungsausschuss zu dem Thema geben, den hätten auch wir gerne beantragt, aber dafür brauchen wir 25%, darum kämpfen wir. Das ist ein großes Thema. So, Nummer eins. Was ist passiert? Ich kann jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, will ich nicht, dauert zu lange, aber ich gebe mal ein Schlaglicht. Der Staatssekretär Tito im Umweltministerium, also im Haus Lemke, der hat von den Strahlenschützern einen Bericht bekommen, in dem drin steht, so groß mal gesagt, sicherheitstechnisch überhaupt kein Problem, kann man weiterlaufen lassen. Und der hat den Bericht im Prinzip ins Gegenteil umgeschrieben und dann an den Gleichen geschickt.
Also der damals ja noch Habecks großer Freund, Habeck hat sich noch viel mehr Freunde ins Klimaministerium geholt, aber auch der. Und die haben das untereinander so hin und her gespielt. Und am Schluss stand ja auch gerade Habecks Aussage da, das geht nicht mit dem Weiterlaufen lassen der Kernkraftwerke. Da haben dann auch die Betreiber später widersprochen. Aber Habeck hat das so in die Welt gesetzt und die Regierung hat pariert. Und das war an der Stelle offensichtlich ausreichend. Ja, ganz zu den Speichermethoden. Drei Möglichkeiten: Wasserstoff, Speicher, Pumpspeicherkraftwerke oder Batterien. Wasserstoff habe ich ja schon ausgeführt, ist auch teuer. Dazu nur ein Beispiel. Es wird behauptet, dass große Windüberschusskapazitäten offshore anfallen. Eine Kilowattstunde offshore wird jetzt gefördert mit 18,5 Cent. So, von dieser Kilowattstunde verliere ich die Hälfte, wenn ich den Wasserstoff herstelle, sogar mehr als die Hälfte, aber sagen wir die Hälfte, verliere ich. Das heißt, ich brauche 2 Kilowattstunden, die mit 18,5 Cent gefördert werden, das sind 37 Cent, um eine Kilowattstunde Wasserstoff herzustellen. Dann kann man schon sehen, Wasserstoff als Speichermedium ist unglaublich teuer. Und dann ist der Wasserstoff irgendwo offshore, auf hoher See, er ist nicht an Land, er ist kein Meter transportiert, irgendwo hin, wo er gebraucht wird. Sieht man also schon, mit dem deutschen Fördersystem ist das Unfug, wird nicht passieren. Pumpspeicherkraftwerke funktionieren wunderbar, fehlen uns nur noch haufenweise Berge und Täler, die wir machen können. Und natürlich Bevölkerungen, die frei von Grün sind, die dann gegen Bürgerbewegungen machen. Ich meine, wir haben es gesehen, das war oben Kochen-Walchensee, glaube ich, hätte es vergrößert werden sollen. Zu Recht waren die Grünen dagegen, weil es im Prinzip jeder war dagegen, ich auch, weil es keinen großen Sinn gemacht hätte, einen Kraftwerk mehr zu bauen. Man bräuchte ungefähr 100 bis 200 größere Pumpspeicherkraftwerke, um in dem Bereich wirksam zu sein, dass man mehrere Tage komplette Stromausfall irgendwo kompensieren kann. Ist nicht machbar, es sei denn, jemand ist der Meinung, wir sollten Garmisch-Partenkirchen und einfach wegmachen mit einem großen See. Wenn wir nicht passieren, macht auch keinen Sinn. Das dritte, das ist ein Batteriespeicher, ist auch sehr teuer. Ein Bericht über die Speicherkapazitäten des Bundeswirtschaftsministeriums am Ende der letzten Legislatur, so 2021 noch Altmaierhaus, ist davon ausgegangen, dass man mittelfristig, also jetzt hier 2025 bis 2030, auf Speicherkosten mit rund 20 Cent pro Kilowattstunde kommen wird, wenn man die gesamten Integrationskosten nimmt. Das mag sich ein bisschen besser sein oder ein bisschen schlechter, vielleicht sind es auch nur 18 Cent oder so. Aber wir sind ein Land, das seine Industrie Strom zur Verfügung stellen muss, der sich unter 10 Cent bewegt. Das heißt, alles, was Speicherkosten von 15 bis 20 Cent hat, das ist eine Kilowattstunde, die man besser nicht produziert hätte. Weil es zu teuer ist, sie zu produzieren, einzuspeichern und dann der Industrie zur Verfügung zu stellen, wenn ich ganz ehrlich die gleiche Kilowattstunde für 7, 8 Cent aus Frankreich kaufen kann. Ja, volkswirtschaftlich viel besser, das dort zu bauen. Beim Speichern kommt eins dazu. Dieser Bericht über die Speicherkapazität weist zwei Dinge aus: die industriellen Speicher, der Stromkonzern und die privaten Speicher, also ihre Wallboxen, das, was sie sich mit der PV-Anlage in den Keller gestellt haben. Die sind mittlerweile, der private Sektor, viel, viel größer als die industriellen. Und der Staat hat ein ziemlich gieriges Auge auf ihren privaten Speicher gelegt. Er will ihren privaten Speicher irgendwann per Zwang in das Stromnetz integrieren. Was dann dazu führt, dass den Strom, den Sie gerade an Ihrem Stromzähler vorbei oder von Ihrer eigenen PV-Anlage vielleicht in Ihre Batterien getan haben, vielleicht gar nicht Ihnen gehört. Und dass irgendwann in der Nacht jemand mit einem Schalter beschließt, dass Ihr Strom ausgespeichert wird. Nun ist jetzt die ganz objektive Frage, das ist Ihr Speicher. Und die Lebensdauer bemisst sich mit der Anzahl der Ladezyklen. Und wenn das einfach mehr oder weniger von außen auf und wieder entladen wird, verringert sich Ihr Besitz und Sie verlieren Ihren Wert. Wie wird das vergolten? Wie viel Geld kriegen Sie dafür eigentlich? Dafür, dass man Ihren Speicher benutzt. Außerdem sind wir eine Marktwirtschaft mit Angebot und Nachfrage. Ja, wenn Sie den Strom einspeichern, wenn er sehr preiswert ist und die anderen wollen ihn haben, sind Sie dann auch bereit, den entsprechenden Marktpreis zu zahlen, dass Sie einen Gewinn davon haben, dass Sie Geld damit verdienen mit Ihrem Speicher, dass Ihr Eigentum ist. Und auch diese Frage wird nicht beantwortet sein. Es wird darauf hinauslaufen, dass man per Gesetz Sie zwingen wird, Ihre Batterien, sowohl die im Auto als auch die in der Wallbox, als auch den an der PV-Anlage, dass man die unentgeltlich dem Stromnetz zur Verfügung stellt, weil ohne die Einbeziehung dieser gesamten Batteriespeicherkapazitäten wird es in keinster Weise funktionieren. Ja, es wird sauteuer, wird es sowieso, aber funktionieren wird es noch nicht einmal, wenn man auf diese Kapazität verzichten wird. Ja, NATO-Beitrag. Das sind zwei Dinge. Einmal natürlich wird dieser 2%-Beitrag, das 2%-Ziel, das wird dann gerechnet von jeder Nation, die alle 31 Staaten geben,
je nachdem, was Sie vom Bruttosozialprodukt haben, Luxemburg gibt, glaube ich, momentan 1,1% aus. Also Deutschland hat momentan mit, wie gesagt, dem Sondervermögen 70 Milliarden gemeldet, an die 70 Milliarden an die EU gemeldet. Dann gibt es das andere, ist dann die Organisation der NATO selber, also diese ganze Struktur, die in Brüssel existiert, die NATO-Kommandobehörden, die es gibt. Da gibt es einen eigenen Topf, der ist aber im zweistelligen Millionenbereich. Da kann ich jetzt nicht genau sagen, wie viel Deutschland das ist, aber Deutschland ist da halt auch der zweitgrößte Nettozahler, die NATO-Organisation am Laufen zu halten. Das ist das Hauptquartier in Brüssel und die Posten, das ist auch ein sehr großer Personalapparat bei der NATO dahinter. Und ansonsten gibt es diese NATO-Stäbe, die werden dann besetzt praktisch durch die jeweiligen Nationen, die zahlen dann ihre Leute auch selber. Aber man hat natürlich dann Kosten für Fixkosten, Heizungen, alles, was man so braucht dafür, die IT-Infrastruktur, die wird aus dem NATO-gemeinsamen Topf finanziert. Und die Frage, ja, was braucht man? Das ist immer eine gute Frage. Wir haben Zeiten gehabt, in Deutschland haben wir 3,6% des Bruttosozialprodukts ausgegeben für Verteidigung, für Landes- und Bündnisverteidigung. Das war in den 70er Jahren, war das der Fall. Da haben wir solche Zahlen gehabt und haben die auch locker gebracht. Also da war auch nie eine große Diskussion darüber, dass man diese Summen dafür bereitstellt. Wenn wir heute die Diskussion verfolgen, gesagt, die 2% halte ich momentan für überholt. Also die Diskussion, die jetzt zum Beispiel so verlief, ging schon Richtung 3,5%. Wenn wir in diese Größenordnung kommen, dann sind wir bei über 100 Milliarden Verteidigungsetat für Deutschland pro Jahr. Das wird sich meiner Ansicht nach einmal politisch schwierig werden in dem Umfeld, in dem wir sind, weil wir sehen ja jetzt schon nur, dass 60 Milliarden fehlen, was das für Auswirkungen im Haushalt hat. Hier zu sagen, ja, wir schichten um, ohne andere Bereiche anzufassen, sehe ich nicht die Möglichkeit. Aber das würde, um dahin zu kommen, wirklich, um heute eine betriebsfähige Bundeswehr zu haben, würde ich schon sagen, da geben wir eine Größenordnung an zwischen 80 bis 90 Milliarden pro Jahr, um den Betrieb zu bezahlen, um Beschaffungen laufen zu haben, um eine planbare finanzielle Grundlage zu haben. Das wäre die Größenordnung. Ich glaube auch, dass wir uns mittelfristig dahin bewegen. Die nächste Frage wäre dann hier vorne wieder in der zweiten Reihe. Ich hätte eine Frage, und zwar, ja, okay. Die Bundeswehr sollte man, glaube ich, ganz anders aufbauen, und zwar nicht nur als reine Kampftruppe. Ich sehe, es wäre besser, wenn man die Bundeswehr auch als Schutztruppe aufbaut. Jetzt, wo wir gerade die ganzen Katastrophen haben, also Waldbrände, Überschwemmungen. Ich war früher selber in Italien dabei bei dem Erdbebeneinsatz. Es wäre gut, wenn wir zum Beispiel bei Überschwemmungen Pionierbataillone haben, die Infrastruktur aufbauen, Dämme bauen, das sind Wacker, Planierbauten da. Bei der Pandemie, wir brauchen also viel größere Sanitätstruppen, weil die Zivile, das wird die gar nicht schaffen. Und dann würde der Staat oder der Bürger verstehen, warum man dieses Geld für die Soldaten ausgibt. Also nicht nur, dass die im Ausland für fremde Zwecke verheizt werden, sondern dass sie auch im eigenen Land für zivile Zwecke eingesetzt werden. Gerade zum Beispiel Waldbrände. Wir haben keine einzige Löschflugzeuge, haben wir so gut wie gar nichts. Und dann haben wir oft gesagt, warum haben wir nicht eine Staffel, der drüber fliegt und der Brand wäre gelöscht? Also da würde ich sagen, hätte die Bundeswehr ein ganz anderes Selbstverständnis. Ja, und wie Sie das sehen, ob das ein neuer Weg wäre für die Bundeswehr oder ob Sie das rein als Kampftruppe, weil ich habe manchmal immer das Verständnis, wir sind eigentlich nur der Landsknechthaufen vieler Amerikaner. Ja. Der Punkt ist dabei natürlich, das sehen wir ja, wenn es Hochwasserkatastrophen gibt, Donau, oder Hochwasser, Schneekatastrophe hier in Bayern, dann ist die Bundeswehr da, dann hilft sie. Das machen sie aber damit mit Kräften, die vor Ort sind, die aktiv in der Truppe sind. Man hatte früher sogenannte Heimatschutzbrigaden, die dann in diesem Bereich sowas gemacht haben. Man hat über Jahre auch die zivil-militärische Zusammenarbeit vernachlässigt. Da gibt es also schon Strukturen, die praktisch mit den Landratsämtern zusammenarbeiten, Kreiskommandos, die dann praktisch für einigen Zivilschutzbereich sind. Man hat seit einigen Jahren jetzt sogenannte Heimatschutzkompanien aufgebaut, die auch solche Aufgaben im Zivilbereich mit übernehmen sollen, die dann feste Pläne haben, wo sie sagen, im Norden in Schleswig-Holstein, also für bei Deichbruch Gefahr, die dann ausrücken, um dann in Sandsäcke zu schleppen, die dann eben oder Hochwasser oder was sie da brauchen, dann entsprechend bekämpfen können. Ansonsten macht man das aus dem laufenden Betrieb. Die Hubschrauber sind da, die man braucht, um Sandsäcke zu transportieren, die dann
Kopf was abwerfen, das hat man eigentlich alles. Man ist aber jetzt genau in dieser Überlegung, die man jetzt hat, die komplette Zivilstruktur wieder zu erneuern. Und dann hat sich das Bewusstsein jetzt schon, dass man sagt, also wir brauchen gerade Sanitätsbereich. Wir haben überhaupt nichts. Wir hatten ein paar mobile Sanitätseinrichtungen, die dann dafür gedacht waren, okay, irgendwo im Ausland, bei einem Auslandseinsatz dort eine medizinische Versorgung sicherzustellen. Ansonsten geht man davon aus, okay, der Soldat, wenn er einen Unfall hat, geht er in ein ziviles Krankenhaus. Wir haben nur noch zwei oder drei Bundeswehrkrankenhäuser in Deutschland, die übernehmen aber größtenteils auch zivile Patienten. Das sind nicht nur für Soldaten da. Die haben im Grunde einen Teil der Gesundheitsversorgung mit übernommen. Da wird man sehr viel machen müssen. Man will auch jetzt Ärzte mit einem bevorzugten Programm, Militärärzte wieder verstärkt ausbilden, also mehr Studienplätze für Ärzte bereitstellen und. Das ist ein längerer Prozess. Das braucht Jahre. Wenn Sie nachher reden, wir hier über 10 Jahre Zeithorizont. Wenn wir das heute anfangen, und alles wird sehr viel Geld kosten. Ja, die nächste Frage haben wir dann hier in der Mitte einmal. Dankeschön. Ja, Frage an Herrn Ocken. Also, mir ist schleierhaft, wie dieser Konflikt zwischen Russland und Ukraine überhaupt weitergeht, vor allem wie er mal enden soll. Man liest zwar einerseits, ja, also Russland kann den Krieg gar nicht gewinnen, und andererseits aber hört man, ja, die Ukraine muss gewinnen. Aha, muss gewinnen. Aber sie, das heißt doch, man ist sich im Unklaren, und da würde mich interessieren, nach 2 Jahren den Konflikt, kann man jetzt irgendwie absehen, dass, wie sich das Glück sozusagen neigt, ob entweder zugunsten der Ukraine oder Russland. Das würde mich wahrscheinlich und wahrscheinlich uns alle hier in dem Raum interessieren. Ja. Ja. Zum Teil braucht man dafür auch vielleicht ein bisschen prophetische Qualitäten, die ich auch nicht habe. Denn es sind viele Entwicklungen, die momentan laufen. Ich hatte ja schon gesagt, dass man merkt, dass hier bei vielen Staaten, je weiter sie im Westen sind, vor allem von der direkten Konfliktzone entfernt, dass sich dann ein anderer Blick auf diesen Konflikt ergibt. Und vor allen Dingen, wie es da weitergehen soll, dass dann die Forderung kommt, irgendwo einen Waffenstillstand zu finden, in Friedensverhandlungen zu übertreten. Alle sind sich im Grunde genommen darüber einig, dass die Ukraine eben, auch wenn sie es immer wieder behaupten, ich hatte ein Gespräch schon mehrfach mit ukrainischen Delegationen am Rande von dem NATO-Treffen, da hat sich im Grunde von der Tonalität noch nichts geändert. Das erste Treffen hatte ich 2022 in Vilnius und jetzt das letzte in Sofia. Und da war immer im Grunde eine Kernaussage, liefern uns mehr Waffen, wir besiegen die Russen, Putin kommt nach Den Haag vor das Kriegsgericht und Russland zahlt uns die Reparation. Das ist meine Kurzform, die ukrainische Position immer noch heute. Das wird auf anderer Seite anders gesehen. Natürlich geht kein amerikanischer Präsident heute hin und sagt, naja, Putin, pass auf, das, was du hast, behältst du und über den Rest reden wir. So wird das auch nicht sein. Man wird da in einen Punkt kommen, dass man versucht, und das ist momentan, was der Westen, wie ich das einschätze, auch versucht, Russland den Preis zu erhöhen. Den Preis für Russland und Russland irgendwie auch natürlich an den Verhandlungstisch zu bomben, wie man früher gesagt hat, letztendlich auch ihm von der Sinnlosigkeit oder von den Mühen und den Erschwernissen, die er hat, das fortzusetzen, was er angefangen hat. Und an dem Punkt sind wir im Moment noch nicht. Die Ukraine glauben noch, dass sie noch mit entsprechender westlicher Unterstützung das noch drehen kann für sich. Und Russland scheint immer noch, und vor allem Putin natürlich, unter dem Eindruck zu sein, er kann noch mehr erreichen, er kann noch mehr territoriale Gewinne, er kann mehr zugestimmen. Es geht ja nicht nur um Geländegewinne, es geht ja vor allen Dingen auf russischer Seite dazu, eine Erklärung zu bekommen, die Ukraine nicht in die NATO zu bekommen. Also jetzt will man auf der anderen Seite beim Gipfel jetzt in der nächsten Woche in Washington irgendwo, da merkt man, wie der Streit eigentlich in der NATO ist. Da geht es ums Wording. Welche Erklärung gibt man jetzt ab, wie die Ukraine NATO-Beitritt als Perspektive behält, welche Zeithorizonte werden dort aufgezeigt, weil das sind alles Signale an Russland, nach dem Motto, der Westen steht an der Seite der Ukraine und wir sind in dem, kommt ja mit der Spruch, whatever it takes, also alles, was nötig ist, werden wir liefern an die Ukraine und wir werden die Ukraine so lange unterstützen. Diesen Eindruck will man natürlich noch aufrechterhalten. Und darum geht es im Moment im Konflikt. Alle spielen irgendwo auf Zeit im Moment, Russland das so schwer wie möglich zu machen, die Ukraine am Leben zu halten, die ukrainischen Kampfverbände noch so auszustatten, dass sie noch ihre Stellung behalten können. Deshalb auch, da bestand eine Durchbruchsgefahr bei Kharkiv. Deshalb hat man auch dort erlaubt, mit
westlichen Waffen in russisches Territorium zu schießen. Also hat das auch sehr begrenzt, war nicht den gesamten russischen Raum, hatten eine Einschränkung, ich glaube 60 Kilometer, was das war, oder nur 40, in dem Bereich durften die Ukraine auf russisches Territorium weg. Also wir sehen ja, dieser Krieg hat so viele Beschränkungen und es wird immer wieder versuchen, das war von Anfang an auch die Rolle der NATO, diesen Krieg mit allen Mitteln auf das Gebiet der Ukraine zu beschränken. Denn, ich hatte schon gesagt, geopolitisch geht es hier um ganz andere Interessen. Der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin hat vor 2 Jahren gesagt, auf die Frage, was das amerikanische Interesse ist in dem Krieg, da geht es um Russland nachhaltig zu schwächen als amerikanisches Ziel. Und das machen sie damit. Den Preis zahlt natürlich die Ukraine, die dort blutet dafür und diesen Preis bezahlen muss. Aber das ist dieser Krieg wird noch eine Zeit gehen. Alle schauen auch, und das höre ich auch mit der Vorgabe an, wir müssen abwarten, was die Wahlen in den USA bringen. Wenn wir beide noch dranbleiben, haben wir eine neue Administration, dann wird man weitersehen. Ja, die nächste Frage wäre einmal ganz hier hinten. Grüß Gott und guten Abend, Herr Biele und Ihre Kollegen. Ich habe, bevor ich zur eigentlichen Frage komme, nehme ich Anlass in meiner Eigenschaft als Pressereferent und Fotojournalist vom aktuellen Forum Münchner Runde, bei dem Sie ja heuer einen Vortrag gehalten haben, dass unser langjähriger Vorsitzender, der Politologe Dr. Ben Kodowitz, am Sonntag im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder verstorben ist. Ich soll diese Nachricht überbringen. Das ist das eine. Und schön, dass Sie bei uns gewesen sind zum Vortrag. Das war, glaube ich, im März diesen Jahres. Ne? Ja. Gut, zu meiner Frage. Es gibt ja in Berlin einen Herrn an der Spitze mit Erinnerungslücken, der derzeitig noch gegen den Taurus ist. Sollte der doch einknicken, egal durch welche Mittel, wie auch immer, er wird sich ja dann nicht mehr erinnern können. Und für den Fall, dass wieder Erwartung der Taurus geliefert werden sollte oder könnte, besteht dann die Gefahr von Seiten Putins, dass strategisch wichtige Ziele bei uns angegriffen werden, zum Beispiel die Rüstungsindustrie oder die Pharmaindustrie Bayer Leverkusen, wenn die angegriffen werden, können Tausende von Operationen nicht durchgeführt werden, Tausende von Menschen würden wegsterben. Also mindestens meine Frage ist, besteht die Gefahr, dass wir durch die Lieferung schwerer oder gefährlicher Waffen die Gefahr besteht, dass wir angegriffen werden könnten. Dankeschön. Ja, ausschließen kann man nichts, meiner Ansicht nach. Man kann nichts ausschließen. Ich glaube nur nicht, dass darüber dürfte sich Putin auch im Klaren sein. Dass ein Angriff auf Deutschland, ein Ziel in Deutschland, wäre ein Angriff auf die NATO. Und damit hätte er einen direkten Konfrontation mit der NATO. Das ist, glaube ich, auch nicht das, was Putin im Moment will. Putin hat, glaube ich, andere Ziele dort in der Ukraine und die verfolgt er auch konsequent weiter. Man sieht ja auch, welche Regionalbereiche, wo er seine Angriffe dort konzentriert. Also von daher glaube ich nicht, dass das eine direkte Folge hätte. Das wäre eine andere Eskalationsstufe. Dann wären wir schon in einer direkten Konfrontation Russland mit der NATO, wenn hier Ziele angegriffen werden würden. Weil damit hat er die komplette NATO am Hals. Und ich kann mir das nicht vorstellen aus seiner Sicht. So stark ist Russland jetzt auch nicht. Also wir müssen schon mal die Verhältnisse gerade rücken. Russland ist ein Land auf dem wirtschaftlichen Leistungsvermögen von Italien. Wenn man das mal sieht, Bruttosozialproduktkräfte, die sich dort anschaut. Das ist die Dimension, die es hat. Da steht mit dem geballten Westen, mit der NATO schon eine andere Potenz dahinter. Der Westen ist im Moment schwach, hat über Jahre eben nicht genug Waffen produziert, nicht genug Munition produziert, weil er sich die Illusion hingegeben hat, dass wir von Freunden umgeben sind und dass wir unsere Sozialprogramme ausbauen können und dass wir unser Wohlleben hier entsprechend ausgestalten können. Das war die Idee hier. Deshalb haben wir das Geld ja nicht dafür ausgegeben. Und wir sehen, dass wir es jetzt ausgeben müssen. Und es ist, wenn wir es früher ausgegeben hätten, würden wir heute nicht so viel ausgeben müssen. Und wir sind billiger gekommen, wenn wir es über Jahre kontinuierlich gemacht hätten. Das ist die Folge. Aber ob er Taurus liefert oder nicht, das ist wirklich die Frage, die in Berlin geht. Es gibt 2 Waffensysteme, die sind ähnlich. Die haben die Franzosen und die haben die Briten. Das ist Skull von Franzosen und das Storm Shadow von den Briten, die das schon liefern wird. Die haben eine etwas andere Reichweite, die haben aber auch genau solche Beschränkungen. Die sagen nur Einsatz auf der Krim, auf Ziele im ukrainischen Staatsgebiet.
und beschränken das auch, dass es nicht auf russisches Gebiet geht. Deshalb glaube ich, also die Entscheidung ist durch. Also das war eine heftige Diskussion in Taurus, aber ich glaube nicht, dass zumindest solange diese Regierung mit diesem Kanzler da ist, wird er nicht davon abweichen. Wenn dieser Kanzler vielleicht nicht mehr da ist und wir vielleicht mal einfach so ins Blaue gesprochen, Kanzler Pistorius hätten, dann kann das durchaus eine andere Entscheidung sein, dass Deutschland die Waffen liefert. Denn er hat sich ja schon in dieser angesprochenen Konferenz von seinen Generälen beraten lassen, was wäre die Folgen einer Taurus-Lieferung. Und das ist ja alles interessant an dem Gespräch gewesen, dass der Minister Generäle beauftragt, über Taurus-Lieferungen nachzudenken und ihn darüber zu informieren, was die Rahmenbedingungen dort sind. Und der Kanzler hat zwei Tage vorher gesagt, wir liefern keinen Taurus. Da liegt eine Diskrepanz. Und da hätte ich bei Scholz im Moment, glaube ich, dass diese Entscheidung gefallen ist und auch steht. Und er hat auch eine SPD dafür sehr viel Unterstützung, muss man auch sehen. Das ist auch eine, da hat er auch eine breite Unterstützung in der Partei selber, diese Waffen nicht zu machen. Auch in der SPD ist die nicht so eine einhellige Meinung, wie es bei den Grünen oder bei der FDP ist, für Waffenlieferungen. Da gibt es schon mehr Grautöne über die. Ja, die nächste Frage ist hier einmal vorne in der zweiten Reihe. Schönen guten Abend. Ich habe noch mal eine Frage zum Krieg. Wäre die EU unabhängig von USA, weil im November sind die Wahlen, wäre die EU, also NATO-Mitglieder, kriegstauglich? Kriegstauglich? Ob Deutschland ohne USA kriegstauglich wäre? Nein. Nein, ganz sicher. Die NATO an sich will in die Kriegszeit. Das ist ja das große Problem, was wir eigentlich haben als NATO, dass sich viele NATO-Staaten, die USA geben 3,6% des Bruttosozialprodukts aus für Rüstung, Verteidigung. Also sind ungefähr 800 Milliarden US-Dollar pro Jahr geben die USA aus für Rüstung. Das ist ungefähr so viel wie alle anderen NATO-Staaten, ich glaube, zu zwei Dritteln ungefähr bringen. Da sieht man schon mal die Ungleichgewichte innerhalb der NATO. Und dann haben die USA einfach Fähigkeiten. Die haben im Bereich vor allen Dingen, was Weltraum angeht, Satellitenaufklärung, Satellitenüberwachungsmöglichkeiten, sogar teilweise mit aktiven Waffensystemen im Weltraum schon, die andere Staaten gar nicht haben. Die auch Frankreich nicht hat, die auch Großbritannien als NATO-Staat hat, schon gar nicht Deutschland als NATO. Und da haben sich viele darauf verlassen, naja, die Amerikaner sichern uns das ab. Die Amerikaner haben eine nukleare Garantie für die NATO abgegeben. Und unter denen ist man hier so im Westen ganz gut gesegelt. Und dann, bis Trump dann kam. Und Trump hat dann eben gesagt, na okay, ihr zahlt euren Preis nicht. Er hat es ja sogar angedeutet im letzten Jahr, dass diejenigen, die ihre 2% bringen, hat so einen Raum gestellt, dass die dann auch diese Beistandsklausel verlieren könnten über die NATO, in Artikel 5. Also wir werden sehr viel Mittel brauchen, wenn die USA unter Trump jetzt sagen würden, ja, hat er schon mal angedeutet, wir gehen aus der NATO. Die USA ziehen uns zurück aus Europa, ihr kriegt macht einen europäischen Oberbefehlshaber, ist immer ein Amerikaner zurzeit, und die Amerikaner ziehen ihre Truppen zurück, weil sie sowieso den Fokus in den pazifischen Raum haben und China halt als die Macht sehen, mit der sie sich auseinandersetzen werden. Dann sind wir hier erstmal alleine zu Hause. Und dann fehlen uns ganze Menge Fähigkeiten, die wir dann hier auch im NATO-Rahmen erstmal selber erarbeiten müssen. Und dazu fehlt uns zum einen Zeit und zum anderen Geld. Und das müsste man dann aufbringen. Diese Gesellschaften, die wir hier in Westeuropa haben, sind eben Wohlstandsgesellschaften, die sich im Großteil eben eingerichtet haben unter dem Schutz der Amerikaner, die Verteidigungszusage der Amerikaner. Und gesagt haben, na gut, dann brauchen wir nicht so viel ausgeben für Verteidigung. Ja, das wird sich verändern. Gerold, vielleicht kannst du aber ganz, ganz kurz nochmal auf eine Dame fragt, auch was kann die EU ausrichten? Ja, die EU ist in der gleichen Situation, sind die europäischen Staaten. Die EU hat teilweise als Mitgliedstaaten Staaten, die in der NATO sind und Staaten, die nicht in der NATO sind. Die EU hat im Grunde genommen ein eigenes Verteidigungsbündnis, das ist den meisten gar nicht klar. Es gibt den Artikel 42 Absatz 7 der EU-Verträge, der sagt Schaffung einer gemeinsamen Armee oder Schaffung gemeinsamer Streitkräfte und hat eine Beistandsverpflichtung auch darüber. Also die ist fast weitergehend als der Artikel 5 aus dem NATO-Vertrag. Also unter dieser Beistandsverpflichtung, die hat Frankreich zum ersten Mal gezogen nach dem Anschlag in Bataclan. Und das war die Folge, dass dann deutsche Tanker
französische Kampfflugzeuge über Jordanien auftanken, die dann Ziele in Syrien angegriffen haben und eine deutsche Fregatte noch den französischen Flugzeugträger im Mittelmeer mitbegleitet hatte. Das war schon mal die Folge davon. Aber es gibt auf europäischer Ebene eigentlich noch keine Strukturen. Macron hat 2017 so eine europäische Interventionsinitiative in den Raum gestellt. Das ist aber auch sehr top-level im Moment noch auf Ebene der Generalstabschef, laufen da so Koordinierungsgespräche. Aber es gibt da keine Strukturen. Es gibt einen europäischen Verteidigungsfonds, der die Verteidigungsindustrie konsolidieren soll. Es gibt die europäische Friedensfazilität, aus der vor allem jetzt die Waffenlieferungen von der EU an die Ukraine finanziert werden. Aber es ist noch keine besondere Struktur da, die dann momentan Kampfverbände organisatorisch braucht. Das ist noch nichts da. Ja, die nächste Frage wäre dann hier nochmal. Es wird ja immer rumgeheult, dass nicht genug Solaranlagen da wären, um Strom zu produzieren, um die Elektroautos in Bewegung zu bringen. Warum wird das bei uns denn nicht einfach mal die schönen Autobahnen zugepflastert, so wie der Niederlande zum Beispiel? Rechts und links kann man da schön aufbauen. Die Frage ist, was ändert das? Was ändert das? Der Standort der Solaranlagen ist ja erstmal komplett nachhaltig. Erstens, im Winter fallen Solaranlagen de facto komplett aus. Ja, selbst zur Peakstunde liefern sie 1-2% ihrer Nennkapazität. Die Peakstunde geht vielleicht von 10 Uhr bis 14 Uhr. Dann ist Dämmerung und Dunkelheit, das heißt, im Winter wird es komplett ausfallen. Wir brauchen neben der Autobahn, das sieht man ja reichlich, an Böschungen, an Lärmschutzwänden. Über der Autobahn ist natürlich eigentlich schwierig. Rettungshubschrauber könnten nicht mehr landen. Es wird schwierig, Fahrzeugbrände zu bekämpfen mit Feuerwehren, Schaum oder Löschwasser drauf sprühen wollen im Bogen, wenn ein großes LKW brennt. Es könnte übergreifen natürlich auf die Stromlinienteile. Und also es ist keine gute Idee, auch witterungstechnisch gesehen. Ja? Wenn es Schnee und Matsch zum Beispiel von oben runterkommt und dann von der Sonne nicht mehr abgetaut werden kann, es ist korrosionsschwierig, wenn die Autobahn gesalzt wird, dann wird das aufgewirbelt, das Salz geht auf die Solarzellen, ist bestimmt für die Halterung und so weiter, für die Langlebigkeit dieser Zellen, also keine gute Idee, das entlang der oder auf der Autobahn zu machen. Daneben mit ein paar Meter Abstand, ja, das geht, das kann man machen, aber dann hat man auch die gleiche Frage, baue ich es gleich aufs Hausdach, auf dem Supermarkt oder wieder irgendwo neben die Autobahn. Kann man machen. Ändert aber grundlegend Problem nichts, dass wenn ich Autos auftanken will, also Elektrofahrzeuge, dann möchte der Besitzer ja, dass sie vollständig aufgetankt sind und damit das mehr oder weniger garantiert haben. Ja, aber das kann er mit dem nicht garantiert werden. So, dann hier direkt. Ich würde mit dem Blick auf die Zeit jetzt die letzten vier Fragen nennen. Wir haben hier noch vier Damen. Das ist ja verrückt. Dann haben wir jetzt eine Reihe von vier Damen, die noch Fragen haben und danach würde ich dann so langsam mich dann Ende ausschleichen lassen. Hier erst einmal die nächste Frage. Also stimmt es, dass der Herr Lindner Steuersenkungen vorhat und warum hat er das gemacht? Also das stimmt. Der Herr Lindner hat Steuererleichterungen vorgeschlagen und gesagt, dass er dafür ist. Und sein Hauptargument ist, dass man die, es gibt durch die Steuer, dadurch, dass es die Inflation gibt, gibt es eine schleichende Steuererhöhung, weil jeder, der seinen Lohn bekommt, einen bestimmten Anteil ja an Lohnsteuer zahlt. Und wir haben eine Steuerprogression, das heißt, wenn der Lohn höher ist, dann zahlt er nicht nur den gleichen Anteil an Steuer, sondern ein bisschen mehr. So. Jetzt gibt es Inflation. Lohn steigt. Dadurch steigt auch der Steueranteil an dem, was an Lohn gezahlt wird. Und am Ende bleibt weniger übrig. Und diese schleichende Steuererhöhung durch die Inflation, dafür will er die Bürger wieder entlasten.
Dadurch, dass dann Steuersätze ein Stückchen gesenkt werden. Das ist eine Idee, die wir an sich auch ganz gut finden. Man muss natürlich das Geld dafür haben, und wenn man in der Koalition ist, und dafür hat sich die FDP hergegeben, mit Parteien, die Geld für Unsinn mit vollen Händen ausgeben, egal ob das jetzt die SPD ist mit dem Bürgergeld oder die Grünen mit der Energiewende, er wird da seine Probleme haben, das durchzukriegen. Der Lindner hat sich einfach die falschen Partner ausgesucht und jetzt rudert er wild herum, macht solche Versprechungen, aber mit diesem Partner wird er sie nicht durchsetzen können. Ja, dann hier einmal die nächste Frage. Also ich bin Mutter und ich bin voller Sorge, wenn ich hier erlebe, erfahre und höre, dass unser Land eigentlich am Abgrund steht, so gut wie wirtschaftlich ruiniert ist. Dazu brauche ich keine Zahlen und keine Fakten. Ich muss nur mal durch die Münchner Innenstadt gehen und sehe, welche traditionellen Familiengeschäfte nach 70, 80 Jahren ihre Türen schließen mussten. Ich habe im letzten Jahr als Krankenschwester in der Pflege gearbeitet. Ich kann von katastrophalen Zuständen berichten. Ich bin jetzt in der Bildung tätig. Ich stelle mir einfach die Frage, kann die Politik überhaupt noch das Ruder rumreißen? Kann das die AfD? Und ich habe keine Angst vor Putin, ich habe Angst vor den Grünen, ja, und vor weiteren Regierungsparteien, instrumentalisiert durch die USA. Also ich frage einfach mal, welche Chance habe ich? Soll ich das Land verlassen? Das ist eine leider schwierige Frage. Es gibt im Moment diese verrückte grüne Politik in vielen Ländern, bei uns in Deutschland ist sie aber mit am schlimmsten. Und natürlich, auch ich, wenn ich mich frage, wenn ich irgendwann mal in Rente bin, will ich hier bleiben, will ich woanders hin, stehe ich auch vor der Frage, naja, hier kenne ich mich aus, hier kennen mich die Leute, wenn ich woanders gehe, bin ich dort der Fremde. Und dann, die haben vielleicht auch eine Diskussion über Migration. Also ich mache mir keine Illusionen drüber, ob es leicht ist, anderswo Neustart hinzukriegen. Das ist möglicherweise schwierig. Und dann sind wir bei der Frage, wir müssen unser Land ja sogar retten. Wir können nicht einfach sagen, wir haben Land B, wo wir dann hingehen. Wir müssen unser Land retten. Jetzt ist die Frage, was schaffen wir? Wie kriegen wir das hin? Wie viel kriegen wir? Natürlich muss das in den Köpfen anfangen. Und das fängt an mit so einer Art Kassensturz. Wie ist eigentlich wirklich die Lage? Und dann wird vieles rauskommen, so wie Sie sagen, Sachen, die eigentlich, wo man sich immer noch verlassen hat, die sind so und die funktionieren nicht mehr so. Und dann werden wir Prioritäten setzen müssen, was sind die wichtigsten Sachen, wo packen wir zuerst an. Da wo es um Menschen geht, um Menschenleben geht, müssen wir sicher mit zuerst anpacken. Also Pflege, Krankenhäuser und ja, Infrastruktur und dass die Leute genug zu essen haben. Es wird sicher so sein, dass wir für das, was jetzt an politischem Mist gemacht worden ist, alle gemeinsam, kollektiv, einfach weil der Mist jetzt da ist, eine lange Zeit gewissermaßen büßen müssen. Aber wenn wir gemeinsam als Land an einem Wiederaufbau arbeiten, und es wird wahrscheinlich nicht weniger sein als ein Wiederaufbau, wenn wir das gemeinsam machen und ein gemeinsames Bewusstsein dafür haben und die Fortschritte erkennen, dann werden wir auch die Kraft haben, das hinzukriegen. Und das ist unsere Aufgabe und die ist riesengroß. Es wird also, wenn unser Land in einem so schlimmen Zustand ist, dass die Leute tatsächlich, und ich fürchte, es ist nicht mehr weit, dass die Leute tatsächlich sagen, jetzt muss sich politisch was ändern, es wird nicht vergnügungssteuerpflichtig sein, dann zu regieren. Aber dafür stellen wir uns hin, wir wollen wieder aufbauen. Zwei Anmerkungen dazu. Das Ganze ist nicht nur ein deutsches Problem. Genauso wie die negative Folge der Massenmigration oder die falschen Versprechungen der grünen Ökomärchen nicht nur Deutschland betreffen. Das betrifft eigentlich auch die ganze westliche Welt, in diesem Sinne auch ganz Europa. Und wir sehen eben diese Umkehrbewegung in vielen europäischen Staaten, dass konservative Parteien wieder massiv Zuspruch bekommen, weil die Leute merken, dass sie von den neomarxistischen Mächten hier mit den falschen leeren Versprechungen veraltet worden sind. Ich möchte ganz kurz darauf eingehen, weil Sie die USA dafür haftbar machen und ich muss sagen, die Ausreden lassen nicht gelten. Die Zustände bei uns basieren darauf, dass deutsche Politiker im Deutschen Bundestag Gesetze erlassen haben, die für Deutschland gelten. Also man kann es nicht auf fremde Mächte schieben, sondern es haben deutsche Politiker
die einer vollkommen verfehlten grünen sozialistischen Ideologie anhängen, haben diese Gesetze erlassen zum Schaden des deutschen Volkes. Man muss diese Verantwortlichkeit ja klar benennen. Es ist nicht so, dass man am langen Gängelband das gemacht hat, sondern es waren im Deutschen Bundestag grüne Politiker, die die Kernkraftwerke abgeschaltet haben, die das erneuerbare Energiengesetz mit seinen Milliardenkosten auf hier reingebracht haben, die Wehrpflicht abgeschafft haben, die Bundeswehr, den Katastrophenschutz etc. ruiniert haben, die maßgeblichen Kompetenzen an die EU verscherbelt haben, die uns jetzt fehlen, wo in Brüssel über unseren Kopf hinweg entschieden hat. Also die Verantwortung muss man auf sich nehmen. Bei der Wahl ohne Personal. So, die letzte Frage an die Zuhörerrechte nochmal. Bitte, wo bleibt eigentlich der Friedensvertrag zwischen Deutschland und den USA? Ich denke schon, dass Deutschland abhängig ist von den amerikanischen Entscheidungen. Jetzt ganz kurz, ich glaube, dass Deutschland Waffenlieferung aufgrund von amerikanischen Entscheidungen, ne? Nein, grundsätzlich, dass Deutschland, glaube ich, insgesamt mit seinen Entscheidungen von den Entscheidungen der USA abhängig ist, richtig? Ja. Also die Entscheidung von dem Bundestag, für die Waffen zu liefern, da gibt es eine große Koalition, die CDU ist voll mit dem Boot. Eher noch treiben, ich lese im Ausschuss immer, sie versuchen immer noch mit eigenen Aktivitäten, sie haben einen eigenen Antrag gestellt, Taurus sofort liefern, war ein 10-Uhr-Antrag, den wir im Bundestag beraten haben zum Beispiel. Also das sind Dinge, die kommen schon aus der Regierung selber heraus, aus der Ampel heraus und mit Unterstützung der CDU. Und das ist eine rechtliche Frage. Die Regierung hat die Möglichkeit, das zu entscheiden und das ist die Exekutive. Haben das rechtlich den Rahmen dafür und dann den nutzen wir. Ja, dann sind wir erstmal mit der Fragerunde durch, soweit, weil jetzt kommt immer noch mein Lieblingspunkt, weil die Abgeordneten wissen ja thematisch immer, wo die Nachfragen hingehen, natürlich in die Fachthemen. Jetzt habe ich mir aber irgendwann mal überlegt, es interessiert uns natürlich nicht nur, wer fachlich und sachlich kompetent ist, wer eventuell irgendwann auch unser Land wieder regiert und auch wieder aufbauen möchte, sondern auch die Personen, die natürlich auch mal dazu gehören. Und dann gehe ich immer einmal durch die Reihe und frage einfach mal Sachen zu den Menschen an sich. Gerold, fangen wir mit dir an. Doch, ja, bald, okay. Gerold, du warst ja lange Soldat auch, lange in der Bundeswehr. Was hat dich bemüßigt oder gab es in der Bundeswehr Situationen, die du jetzt für deine politische Arbeit nutzen kannst, wo du vielleicht damals schon dachtest, da läuft irgendwas falsch? Die Zeit der Bundeswehr hat mich sicherlich geprägt. Ich war Pilot und ich habe einfach gelernt, eine Stressresistenz zu haben, also eine hohe Belastung auszuhalten, auch wenn es schwierig ist und auch in schwierigen Situationen Entscheidungen zu treffen unter Druck. Das hilft mir heute sicherlich in vielen Bereichen. Das war aber auch schon, ich habe danach ja auch noch in der Industrie gearbeitet, schon ein Punkt, wo ich meine Wurzeln und meine Fundamente habe. Und das ist für mich der Rahmen. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass ich gelernt habe, und da bin ich, glaube ich, nicht ganz so der Politiker wie so viele andere. Ich bin ein Soldat, lernst du auch, dich selber zurückzunehmen, dich selbst nicht so wichtig zu nehmen, sondern für die Sache einzustehen. Es geht um den Erfolg, dass du als Armee oder als in deiner Kompanie oder in deiner Staffel oder in welchem Rahmen du auch immer bist, gemeinsam am Erfolg arbeitest. Und nicht sagen, Motto, ich habe aber hier alleine das alles gemacht, sondern dass man das Gefühl hat, hier etwas für die Gemeinschaft zu tun, dass man sich selber zurücknimmt und den Erfolg des Ganzen, den Erfolg der Gesellschaft, den staatlichen Erfolg, den du auch schon angesprochen hast, den man schon erhaben kann. Wir können hier noch was verändern in dem Land. Daran, das ist so meine Herangehensweise, damit daran orientiere ich mich. Dankeschön. Wolfgang, Informatik in der zivilen Karriere quasi gewesen, Informatikbereich, jetzt Infrastruktur, Mobilität, Digitalisierung, alles so sehr geordnete Dinge. Wie ist denn der Wolfgang Wiedel, wie würde er dich denn selber beschreiben? Bist du bei dir zu Hause auch mal sehr geordnet? Bist du in deinem Alltag mal sehr geordnet oder darf da auch mal so ein bisschen Flexibilität? Wie würdest du dich beschreiben? Es ist tatsächlich so, dass bei mir einiges und vieles mit einer Menge Disziplin ablaufen muss, damit ich das, was ich mir selber an Arbeitspensum zumute und was ich sage, das ist mein Dienst für die Gesellschaft, aber auch mein Dienst für die Blaue Partei, für die AfD, für unsere AfD, dass ich das alles hinkriege. Dafür muss ich auch mit To-Do-Listen und so weiter umgehen. Vielleicht bin ich da an irgendeiner Stelle, die so ein bisschen was zu tun hat mit Informatik.
Aber es gibt natürlich auch die Sache, den Teil Freizeit in meinem Leben, den ich sehr genießen will und den ich genießen kann, zusammen mit einer ganz lieben Partnerin. Und das ist dann einfach meine Zeit, zum Beispiel fürs Wochenende, und die muss auch da sein, denn daraus schöpfe ich die Kraft, die ich dann brauche, um mein Pensum, das ich mir selber auferlege, auch zu schaffen. Dann aber auch gerne mal spontan und flexibel wahrscheinlich. Leider. Jetzt habe ich fast meine Frage vergessen. Achso, ja, Chemiker, genau, richtig. Wir haben so ein bisschen in der Vergangenheit, ich habe so in der Vergangenheit der Abgeordneten heute Abend mal wieder ein bisschen rumgekramt. Und Chemiker klingt erstmal, ich sag mal für mich, der Naturwissenschaften gar nicht so mag, sehr langweilig. Ich wusste, dass der Blick kommt. Wo kam der Moment für dich, dass du gesagt hast, okay, ich hänge so meinen naturwissenschaftlichen Rahmen mehr oder weniger an den Nagel und gehe in die Politik? Oder ist das für dich miteinander vereinbar? Ich würde sagen, es hat überhaupt nicht aufgehört. Ich bin der Meinung, was Politik braucht, sind sehr extrem rationell denkende Menschen, wie Naturwissenschaftler, die absolut lösungsorientiert denken und nicht das Problem verselbstständigen wollen. Es geht auch nicht darum, wenn wir hier sind, dass wir Unterstützung mehr, dass wir der Meinung sind, im Bundestag müssen jetzt mehr blaue Politiker drin sitzen als grün und so weiter, weil es uns das gefällt und weil es unsere Gruppe ist. Nein, es muss sich in der Politik wirklich in vielen Bereichen radikal etwas ändern, sonst steuert die gesamte Gesellschaft, wie sie können, auf den Punkt zu, wo sie komplett zerbrechen wird, wo der Wohlstand dahin sein wird, wo die sozialen Sicherungssysteme dahin gehen und wir von der inneren Sicherheit irgendwo Richtung mexikanisches Kartell gehen. Das ist eine Perspektive, glaube ich, die man in aller Ernsthaftigkeit ansprechen muss. Das ist der Weg, auf dem wir uns befinden. Und es gibt zurzeit nur ein kleines blaues Bremsklötzchen, das ist die AfD, die daran wirklich was ändern wird. Und die anderen entscheiden nur über die Art der Geschwindigkeit, auf die wir diesen Weg erschlagen. Aber wir sagen, dieser Weg ist falsch. Super, Rainer, vielen Dank. Auch an euch jetzt an dieser Stelle nochmal ein Dankeschön, dass ihr heute hier wart. Auch ein Dankeschön an Sie, dass Sie den Weg hier heute Abend hingefunden haben. Und Sie haben heute starke Vorträge und ich denke auch vieles an Inhalten mitnehmen können, die Sie sonst ohne den Abend hier vielleicht nicht so gehabt haben. Aber wir brauchen auch Sie natürlich. Denn Sie sehen, auch hier sind noch ganz viele Stühle frei. Das ist bei allen Veranstaltungen so, dass immer mal noch ein paar Stühle frei sind. Mal mehr, mal weniger. Und Sie haben alle noch Menschen in Ihrem Umfeld, in Ihrer Familie, im Freundeskreis, im Sportverein, im Schützenverein, auf der Arbeit, vielleicht nicht so öffentlich auf der Arbeit, aber man spricht da ja auch mal über private Sachen. Und da gibt es vielleicht einige Leute, die diese Themen heute bestimmt interessiert hätten und auch interessiert hätten, was die Abgeordneten Ihnen hier heute vorgetragen haben. Seien Sie unsere Multiplikatoren, sprechen Sie mit diesen Menschen, verstecken Sie sich nicht, sagen Sie, was Sie hier heute Abend erlebt haben, berichten Sie auch gerne davon, was Sie von dem Abend mitnehmen konnten, was Sie für Menschen erlebt haben heute auch auf der Bühne, und unterstützen Sie uns so, dass wir das Land wieder vom Kopf auf die Füße stellen können. Ich danke Ihnen, dass Sie heute hier waren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Nehmen Sie sich noch was zu essen oder zu trinken. Die Abgeordneten bleiben auch noch auf dem Schwätzchen da. Und dann wünsche ich Ihnen nachher einen guten Nachhauseweg. Oh, okay. Wir haben schon öfter